Ich habe heute vor, eine zweigeteilte Veranstaltung durchzuführen mit Ihnen. Zweigeteilt, warum das? Naja, zum einen, ich habe mir noch so ein paar Sachen überlegt, die sicherlich ganz hilfreich für Sie zu wissen sind. Ich habe mir jetzt hier so einen kleinen Notizzettel gemacht während des Frühstücks, wo ich mir aufgeschrieben habe, was ich Ihnen alles vielleicht noch zeigen sollte, was Ihnen beispielsweise beim Auswählen von Objekten hilft, was Ihnen beim Modellieren hilft von dem, was jetzt gerade so auf Sie zukommt. Da wird es, auch wenn das vielleicht ein bisschen seltsam klingt, vor allem auch erstmal darum gehen, wie kann ich Dinge anselektieren. Sie werden dann sehen, warum, dass ich das Ganze mache. Ich finde, da hat Blender einige sehr hilfreiche Werkzeuge zur Verfügung. Die sollten Sie kennen und ich habe dann noch nicht alles gezeigt, was ich regelmäßig unterm Strich verwende. Das heißt, der erste Teil wird einer sein, da mache ich im Wesentlichen immer wieder ein neues Objekt auf. Ich fange immer wieder von vorne an, ich zeige Ihnen einfach ganz grob, um was es dabei geht, was das alles für Werkzeuge gibt. Und ich glaube, ich mache das zu schnell, als dass Sie da alles mitmachen könnten. Mir geht es aber an der Stelle auch gar nicht darum, dass Sie alles mitmachen können, sondern mir geht es erstmal darum, dass Sie wissen, was prinzipiell alles geht. Denn die Funktion finden, das glaube ich, werden Sie nachher dann wieder. Der erste Teil wird also einer sein, wo ich Ihnen einfach Dinge zeige, die Ihnen das Leben hoffentlich leichter machen, Dinge, die Sie kennen sollten aus meiner Sicht. Der zweite Punkt, der zweite Teil, wird dann der Teil sein, in dem wir gemeinsam das machen, was Sie jetzt hier sehen. Ich weiß, Sie werden es wahrscheinlich nicht mehr sehen können, dass ich dauernd mit irgendwelchen Tassen und Vasen um die Ecke komme. Ich mache das Ganze aus einem ganz einfachen Grund. Jeder von Ihnen weiß, wie eine Tasse aussieht. Jeder von Ihnen kann sich jetzt, wenn er will, eine herholen. Der Clou dabei ist der, Sie wissen, wie es aussehen müsste. Sie erkennen also sehr schnell, wenn irgendwas nicht realistisch aussieht. Und das finde ich ist sehr anspruchsvoll, wenn Sie schon wissen, wie was in echt aussieht, das dann realistisch abzubilden. Und eine Tasse, das ist was, das sollten Sie mittlerweile drauf haben. Deswegen werde ich das Ding wirklich von null an, von einem leeren Dokument an starten. Und ich will mit Ihnen dahin kommen, dass wir heute eine Tasse machen. Die Tasse, die Sie jetzt hier sehen, ob die dann später genauso aussieht, haben wir dahingestellt, so habe ich die jetzt gestern einfach mal zusammengebaut. Eine Tasse machen, in der ich mit Ihnen nicht nur das Modell erstelle, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, wir werden das Ding mit Materialien versehen. Sie sehen ja hier schon, wie das Teil aussieht. Das Netz, das dahinter liegt, das ist eigentlich ein ganz simples, wenn Sie sich das hier angucken. Der Punkt, auf den ich raus möchte heute, ich habe Ihnen das ganze Thema UV-Mapping, wie bekomme ich eine Textur auf ein Objekt drauf, das habe ich Ihnen bisher nicht besonders umfassend, wahrscheinlich auch nicht gut erklärt. Und ich möchte jetzt heute an diesem Logo, das ich hier auf die Tasse geklebt habe, Sie sehen hier unten ja schon, wie der Shader nachher in etwa aussehen wird, anhand dieses Logos möchte ich Ihnen das zeigen, wie Sie so etwas auf ein dreidimensionales Objekt drauf bekommen. Ein Bild, ein Logo jetzt in dem Fall. Und was wir dann noch machen werden, wenn die Zeit noch reicht, ich arbeite ja im Moment die ganze Zeit mit Ihnen in diesem, ich klicke gerade mal drauf, in diesem EV-Shader. Das ist der Shader, der sehr effizient das Ganze darstellen kann. In diesem Shader ist allerdings eine Sache ein bisschen knifflig, und zwar das ganze Thema Transparenz. Was wäre jetzt also, wenn wir diese Tasse nicht so machen möchten, wie ich sie hier dargestellt habe, sondern wenn das beispielsweise eine Tasse sein soll, die, also jetzt hier einfach mal dargestellt an dem Beispiel, eine Tasse, die durchsichtig sein soll, die wie so ein Glas aussehen soll, das vielleicht auch noch so eine bisschen wellige Oberfläche hat wie das Ding hier. Ich habe hier einfach einen Ball reingelegt, um irgendein Objekt drin zu haben und Ihnen zu zeigen. Es geht auch damit. Es ist aber ein bisschen, ja, es ist wichtig, dass Sie wissen, wo Sie was einstellen müssen, damit Sie nachher auch wirklich halbwegs realistisches Glas rauskriegen. Denn das ist in Eevee, ja, bisschen versteckt, beziehungsweise man muss ziemlich genau wissen, was man tut. Dahin möchte ich nachher mit Ihnen. Aber ich fange jetzt an mit was ganz anderem, mit was ganz Banalem. Ich fange an wieder, wie immer, mit einem leeren Dokument. Wir kommen dann nachher, wie gesagt, da drauf. Leeres Dokument. Was habe ich Ihnen denn bisher noch nicht gezeigt? Ich gucke jetzt einfach mal auf meinen Spickzettel, den ich mir geschrieben habe, was ich Ihnen alles zeigen möchte. Ich mache mal Folgendes: Selektionswerkzeuge. Ich weiß, wahnsinnig langweilig, auch nicht sonderlich interessant, aber so ungemein hilfreich, dass es ungeschickt wäre, wenn ich Ihnen das nicht zeige, was ich regelmäßig benutze. Ich mache Folgendes. Ich gehe mal ganz kurz in den Edit Mode. Jetzt ist das hier ein Würfel, der relativ wenig. Ah, ich mache es folgendermaßen. Ich mache keinen Würfel, ich nehme eine. Warten Sie mal, ich nehme eine UV-Sphere, machen wir die hier. Ich habe hier eine UV-Sphere. Und jetzt ist es ja manchmal so, man möchte nicht nur den Knoten hier haben beispielsweise, sondern man möchte vielleicht noch die Nachbarknoten außenrum haben. Wie Sie das anselektieren, habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Sie können diese Kästen außenrum ziehen. Sie können wegen mir das Ganze auch so machen. Sie können hier oben auswählen, ob Sie mit Vertices, mit Edges oder mit den Faces arbeiten möchten. Also mit den Faces wäre es wahrscheinlich schneller gegangen, einfach hier einen Kasten drum ziehen. Der Clou ist aber der, es gibt noch viel, viel mehr Dinge, die Sie da beim Selektieren bzw. beim Anwählen oder Abwählen von Dingen machen können. Ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Dinge, die Ihnen vielleicht das Leben
später leichter machen. Gehen wir mal davon aus, Sie haben diese Fläche hier selektiert. Ich bin jetzt gerade bei den Faces. Sie brauchen jetzt nicht klicken, wie gesagt. Mir geht es nur darum, dass Sie wissen, was alles geht. Ich mache noch die Screencast Keys an, damit Sie sehen, was ich klicke. Eine Sekunde. Sie können was anselektieren und können jetzt anfangen mit Steuerung Plus. Sie sehen jetzt links, was ich mache. Control und auf dem Numpad die Plus. Können Sie einfach immer die Nachbarn mitselektieren. Das Ganze geht mit Minus ganz genauso wieder rückgängig. Das hilft manchmal ungemein, wenn Sie irgendeine Ecke anklicken. Sie möchten da oben was ändern, aber nicht nur bei dem Knoten. Steuerung Plus, dann haben Sie die entsprechenden Nachbarknoten mit. Steuerung Minus, Sie selektieren wieder Knoten ab, die von außen nach innen dann gehen. Also sprich, Sie können Nachbarknoten mitwählen oder Nachbarknoten abwählen. Steuerung Plus auf dem Numpad und Steuerung Minus. Das wäre mal die eine Variante, die ich Ihnen gerne zeigen würde. Das hilft manchmal ungemein, wenn man was anselektiert und dann noch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger will. Also Nachbarn anselektieren, abselektieren mit Steuerung Plus bzw. Steuerung Minus. Ja, natürlich. Okay, bei Ihnen ist so, ich wiederhole die Frage nur fürs Video, weil man hört sie da drauf nicht. Die Frage war jetzt gerade, was mache ich, wenn ich keinen Ziffernblock, keinen Numpad habe? Generell, alles das, was ich mache, betrifft jetzt ja Select. Sie sehen ja hier unten auch Select Less. Und wenn Sie dann oben im Menü gucken, da steht schon Select. Dann können Sie hier in der Regel die Sachen finden, die ich jetzt gerade mache. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich benutze diese Menüs fast überhaupt gar nicht. Deswegen muss ich jetzt ehrlicherweise selber gucken. Das verbirgt sich aber garantiert unter Select More, Select Less. Gucken Sie mal bei Select. Jetzt mache ich es mal übers Menü. Hier in dem Fall habe ich den Knoten anselektiert, Select. Und dann gibt es hier Select More, Less. More, ich mache jetzt mal More, dann müsste er die nebendran selektieren. Ja. Also wenn Sie keinen Ziffernblock haben, dann da drüber. Sorry, mit Menü klingt jetzt ein bisschen seltsam, kenne ich mich gar nicht großartig aus. Ich mache das meistens über Taschenkombinationen. Und deswegen finde ich es jetzt auch ganz wichtig, dass ich Ihnen da mal zeige, was ich alles benutze und was ich als sehr hilfreich empfinde. Also über Select, das Menü, erzähle ich Ihnen jetzt im Wesentlichen. Und wenn wir jetzt hier gerade drin sind, vielleicht, gucken Sie mal, das, was ich Ihnen schon gezeigt habe, ist dieses Select Loops. Ich denke, Sie erinnern sich dran, Sie können hier so einen Loop selektieren, einfach indem Sie mit Alt auf so eine Kante drauf drücken. Das kennen Sie ja schon. Auch hier Kante anselektieren, Steuerung Plus, dann haben Sie die zwei Kanten nebendran, also die Nachbarn oben dran und unten dran auch mit selektiert. Und das ist wirklich super hilfreich, wenn man da was modelliert, wenn man irgendwo noch was machen möchte, verändern möchte. Steuerung Plus, Steuerung Minus, also Plus und Minus jeweils auf dem Numpad. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich baller Ihnen das Zeug jetzt einfach mal hin, was auch immer Sie davon brauchen können. Ich zeige Ihnen einfach, was ich regelmäßig benutze. Das war das eine. Was man als zweites brauchen kann, gehen Sie mal davon aus, Sie haben dieses Objekt hier in dem Netz. Ich nehme das jetzt einfach und dupliziere das noch ein paar Mal. Behaupten wir mal, das hier wäre Ihr Netz, das hier wäre Ihr Objekt. Also diesen ein Objekt, das ist ein Object. Im Edit Mode sehen Sie aber, das sind ja unterm Strich vier unabhängige Netze voneinander. Ich kann das Ding hier anselektieren. Jetzt habe ich hier ein Vertex anselektiert. Und jetzt möchte ich vielleicht alle davon haben. Jetzt wären Sie wahrscheinlich so unterwegs, dass Sie das versuchen, alles zu markieren. Das wäre insofern ungeschickt, als dass Sie dann sehen, ah, Rückseite vergessen. Sie wissen aber, Sie können diesen X-Ray-Modus hier oben anschalten und können dann alles selektieren. Okay, jetzt habe ich das ganze Ding, kann das Teil hier hin und her verschieben. Brauchen Sie gar nicht so kompliziert zu machen. Sie möchten dieses Netz hier haben. Sie klicken einen Vertex davon an oder eine Face, eine Edge, völlig egal. Eine Sache, die dazugehört. Und dann geht es mit Steuerung L, dass Sie die linked, die verbundenen zusätzlichen Teile dieses Netzes selektieren. Steuerung L dürfte, wenn ich jetzt ins Menü reingucke, bei Select, Select Linked, gucken Sie mal, Select Linked, das hier habe ich gerade gemacht, Linked. Benutze ich ganz oft, wenn ich ein Netz habe, in dem aber mehrere unabhängige Bauteile, sage ich jetzt mal, drin sind, oder diese vier Kugeln jetzt an der Stelle. Möchte ich diese Kugel dazu selektieren, die da, klicke ich mit Shift einfach nochmal einen Vertex auf der Kugel an, Steuerung L, dann habe ich die beiden Kugeln selektiert. Ungemein hilfreich, wenn Sie Netze haben, die voneinander getrennte Bereiche haben. Vielleicht an der Stelle ein Einschub noch, wenn Sie ein Netz mal erstellt haben, in dem Netz sind jetzt zu viele Objekte drin. Sie modellieren beispielsweise mehrere Bauteile in einem großen Netz. Das mache ich manchmal ganz gerne. Jetzt ist es aber am Ende so, Sie möchten vielleicht die zwei Kugeln wieder separieren. Sie möchten daraus separate Objekte machen. Gar kein Problem. Gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu. Hat jetzt nichts mit Selektieren zu tun an der Stelle. Ich mag Ihnen nur zeigen, wie Sie Objekte rein- oder rausnehmen können in so ein Netz. Sie selektieren einen Vertex an, Steuerung L, dann haben Sie diese eine Kugel. Die soll ein separates Objekt werden. Kein Problem. Mesh. Und dann kennen Sie hier schon ein paar Dinge, die ich gezeigt habe. Was ich, glaube ich, noch nicht gezeigt habe. Mesh. Separate. Und jetzt kann ich da nach bestimmten Kriterien das Ganze in ein neues Objekt überführen. Zum Beispiel kann ich die Selection separieren. Also das, was ich jetzt selektiert habe, würde in ein neues Objekt kommen. Ich kann das Ganze machen nach dem Material, das ich zugewiesen habe.
Sie kennen die Materialslots, die wir das letzte Mal benutzt haben. Machen wir nachher bei der Tasse auch. Orangefarbener Griff, transparentes Material oder dieses weiße Material, dieses weiße Porzellan. Wenn Sie die Materialien zugewiesen haben, können Sie Objekte nach dem Material trennen. Oder Variante 3, wenn Sie Loose Parts trennen möchten. Sie haben vier Loose Parts, vier Kugeln jetzt an der Stelle, vier Netze, die in sich geschlossen sind. Wenn Sie die voneinander trennen wollen, in vier Objekte überführen, können Sie auch einfach dieses By Loose Parts wählen. Ich mache jetzt mal Selection. Ich möchte dieses Teil in ein neues Objekt überführen. Sie werden jetzt nicht viel sehen, außer dass ich hier jetzt ein Objekt habe, das hier, und hier ein Objekt. Ich habe jetzt also hier dies 4, das war das erste Objekt, und davon losgelöst dies 401. Das war der Schritt, wie kriege ich was aus meinem Netz in ein separates Objekt. Es kann manchmal auch sein, dass Sie es umgekehrt haben möchten. Sie möchten diese Netze miteinander verschmelzen, Sie möchten die joinen. Auch das funktioniert. Sie selektieren einfach, ich bin im Object Mode, wie Sie hier sehen, Sie selektieren im Object Mode die Objekte, die Sie in ein Netz reinwerfen wollen, die zu einem Objekt verschmelzen sollen. Ich selektiere diese beiden Spheres, also hier im Outliner sehen Sie es ja, ich habe die beide anselektiert, das hier und das hier, entweder über Kasten drum ziehen oder ein Objekt anselektieren und dann mit Shift die zweite und dritte, vierte, fünfte, das zweite, dritte, vierte Objekt anselektieren. Und jetzt können Sie mit Ctrl J, können Sie jetzt joinen. Das geht hier oben über Object. Ich muss das jetzt hier irgendwo suchen, warten Sie mal. Also da gibt es irgendwo Join, fragen Sie mich jetzt bitte nicht, wo es ist. Da ist es da, Ctrl J, Join. Also für alle, die jetzt da lieber im Menü arbeiten, Ctrl-J, Steuerung J habe ich gerade gedrückt für Join. Und jetzt sehen Sie, jetzt ist das wieder zu einem Objekt zusammen verschmolzen worden, gejoint worden. Wenn ich jetzt wieder in den Edit-Mode gehe, dann sehen Sie hier alles wieder in einem Netz. Also was habe ich Ihnen ganz kurz gezeigt? Sie können mit Steuerung Plus, Steuerung Minus Nachbarn an- oder deselektieren. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr hilfreich. Punkt Nummer 2, ich habe Ihnen gezeigt, dass Sie mit Steuerung L die linked Teile, also die verknüpften Teile, in einem bestimmten Netz anselektieren können. Punkt Nummer 3, ich habe Ihnen jetzt ein bisschen mit Join bzw. mit Separate gezeigt, wie Sie Objekte aus einem Netz extrahieren können oder wieder in dieses Netz reinnehmen können. Finde ich persönlich auch ganz hilfreich, ganz wichtig, wenn man mal, was weiß ich, mehrere Bauteile in einem Netz macht. Das mache ich, wie gesagt, ganz gerne. Und dann separiere ich das mir hinterher vielleicht in zwei verschiedene. Ich gucke gerade hier mal auf meinen Zettel, was ich noch zeigen wollte. Ah ja, genau. Ich wollte Ihnen noch zeigen, Sie können eine Selektion auch invertieren. Gehen wir davon aus, ich habe dieses Ding hier, habe ich jetzt selektiert, ich möchte jetzt aber gar nicht das, sondern ich möchte vielleicht gerade das Gegenteil haben. Gerade wenn Sie Materialien zum Beispiel zuweisen wollen, Sie haben sich keine Vertex Group gemacht, Sie möchten da hin und her switchen, um ein Beispiel zu zeigen, wie ich jetzt einfach sagen könnte, nee, bitte die anderen. Steuerung I für Invert, geht wieder über Select, denke ich mal, Select hier Invert, Select Invert. Mit Ctrl I können Sie jeweils immer gerade das Gegenteil dessen selektieren, was Sie gerade selektiert haben. Also kurzum, Steuerung I für das Invertieren. So, habe ich noch irgendwas zum Thema Selektieren bei mir drauf? Ja, genau, ich habe noch was. Eine Sache, die Ihnen bestimmt helfen wird, wenn Sie die Smartwatch modellieren. Ich mache ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie Ihre Smartwatch aussieht. Ich weiß auch nicht, was Sie da vorhaben zu modellieren. Ich kann Ihnen aber sagen, die Smartwatch, die ich habe, die hat eine Lünette. Das ist nichts anderes als so ein Metallring in dem Fall. Und dieser Metallring, der ist dadurch gekennzeichnet, dass die Außenfläche so gerändelt ist oder geriffelt, wie Sie es auch bezeichnen möchten. Ich zeige Ihnen ganz kurz, was ich raus will. Ich habe jetzt hier einen Circle gemacht, einen Circle mit, machen wir es mal, warte mal, ich mache einen Circle, der ganz viele Elemente hat, dass klar wird, warum das blöd wäre, das von Hand zu machen. Machen wir einen mit 128 Vertices. Was ich jetzt erzeugen möchte, ich mache es jetzt einmal von Hand, das würde ich aber nicht so machen, damit es gleich klar ist. Sie könnten jetzt jeden zweiten dieser Knoten anselektieren. Das war jetzt schon nichts, sehen Sie es. Mit Steuerung können Sie übrigens einen Kasten außenrum ziehen, also Control und dann einen Kasten drum ziehen, wieder abselektieren. Mit Shift können Sie was dazufügen. Ich zeige Ihnen das jetzt einmal ganz kurz, wie ich es nicht machen würde, aber wie es aussehen soll später. Ich selektiere jetzt diese ganzen Dinge an. Sorry, dass es jetzt kurz eine Weile dauert. Okay, jetzt bin ich gleich fertig. Und jetzt würde ich jeden zweiten Knoten sozusagen mal mit S skalieren und könnte jetzt, da zeige ich Ihnen dann auch gleich noch was, mache ich nachher, lassen Sie mich gerade kurz, das Menü da oben mag ich auch gleich noch ein paar Kniffe erklären. Ich möchte Ihnen aber erst zeigen, was mir durch den Kopf geht, wie es aussehen soll. Ich habe eine geriffelte Oberfläche gemacht, also wie so kleine Einkerbungen. Sieht jetzt nicht schön aus, bitte nicht falsch verstehen, mir geht es nicht darum, es schön zu machen. Und ich habe jetzt nur den Viertelkreis hier gewählt. Sie sehen aber, wie viel Arbeit das war, das Zeug anzuselektieren. Das würde ich nicht so machen. Die eine Variante, wie Sie sich jetzt ein bisschen Arbeit sparen könnten, wäre, Sie kennen das, ich schmeiße diese Vertices raus, die da,
die mache ich weg. Habe nur den vierten Kreis. Sie kennen den Modifier Mirror. Sie könnten also hergehen, wenn Sie den Mirror Modifier anmachen, nicht nur entlang dieser Achse, nicht nur entlang der X-Achse zu spiegeln, sondern Sie können auch zwei Achsen anwählen, zum Beispiel entlang der Y-Achse. Großer Vorteil, ich kann jetzt hier tatsächlich diese Knoten, wie Sie gerade hier sehen, einmal verändern und es ändert sich dann alle 90 Grad jeweils mit. Das wäre schon mal recht clever. Das Einzige, was ich dann an der Stelle beachten würde, an Ihrer Stelle, damit es später sich gut bearbeiten lässt, dieses Netz, gehen Sie hier beim Merge auf eine Distance, dass diese Knoten, die hier an den Rändern sind, also der hier und der hier, dass die auch wirklich gemerged werden. Also kurzum, ich würde Merge anmachen und würde hier einen Abstand einstellen, dass die auch wirklich ein Knoten später werden, also dass die zusammengefügt werden, dass es ein zusammenhängendes Element ist an der Stelle. Sonst haben Sie später, wenn Sie dann zum Beispiel den Subdivision Surface Modifier anwenden, ganz hässliche Artefakte drin. Jetzt habe ich ja aber gesagt, ich würde es nicht so machen. Okay, also mache ich es also wieder rückgängig, beziehungsweise ich lösche es einfach raus. Ja? Ja? Natürlich können Sie was fragen. Also Mirror Modifier, um den geht's, ja. Die Frage war, ich habe jetzt diesen Mirror Modifier hier drin. Das heißt aber, dass ich, wenn ich in den Edit Mode gehe, dass ich immer nur diesen Teil hier editieren kann, also nur den ich wirklich modelliert habe. Die Frage war jetzt, wie kann ich denn diesen Modifier so anwenden, dass er nachher wirklich, wenn ich in den Edit Mode gehe, dass dieses gesamte Netz veränderbar ist. Das geht hier. Hier gibt es so einen kleinen versteckten Pfeil. Ich bin jetzt in der 2.9er Version. In den Vorgängerversionen sah das ein bisschen anders aus. Mit der Vorgängerversion gab es einen relativ großen Button, der hieß Apply. Den finden Sie hier jetzt aber nicht mehr direkt, sondern Sie müssen auf das Pfeilchen gehen und dann auf Apply. Wenn Sie den applyen, dann ist das, was hier drin stand, applied worden, angewendet worden. Und jetzt haben Sie hier, wenn Sie in den Edit Mode gehen, ein Mesh, das wirklich aus allen Knoten besteht. Das heißt, ich packe gerade mal wieder den Knoten hier. Jetzt ist es wirklich nur der Knoten da oben, den ich verändert habe. Vorhin hat sich über den Mirror Modifier das ja auch an den gespiegelten Knoten verändert. Jetzt ist es wieder ein Netz. Und was ich jetzt vielleicht zeigen kann, wenn wir es jetzt eh gerade gemacht haben, ich habe Ihnen eben gerade davon erzählt, Sie sollten Merge klicken. Warum habe ich das gesagt? Gucken Sie mal, ich selektiere mal diesen Knoten hier an. Wenn ich den Knoten hier anselektiere und den jetzt grabbe, dann sehen Sie, das jetzt wirklich zu einem Knoten verschmolzen. Das war diese Merge-Funktion. Ansonsten hätten Sie hier zwei Stück, wenn ich das nicht mit Merge gemacht hätte. Ich mache das vielleicht mal ganz kurz. Ich mache den mit STRG-Z, mache ich den hier wieder rein. Merge mache ich jetzt an der Stelle aus. Ich apply den Modifier, gehe in den Edit-Mode und selektiere das Ding jetzt hier an. Dann sehen Sie, das hier sind zwei voneinander getrennte Netze. Sehen Sie das hier? Und Sie wollten jetzt wahrscheinlich, oder das wäre jetzt mein Ziel auf jeden Fall, Sie würden wahrscheinlich eher haben wollen, dass das Ding ein zusammenhängender Knoten ist. Können Sie natürlich auch die Funktion habe ich Ihnen ja schon gezeigt, wenn Sie das Mergen vergessen haben und Sie merken, ups, die sollten zusammenhängen, alles selektieren und Sie erinnern sich ja, bei Mesh im Edit Mode gibt es dieses Clean Up, Merge by Distance, das müssten jetzt dann in dem Fall 1, 2, 3, 4 Knoten sein. Genau, Removed 4 Vertices. Also jetzt sehen Sie es hier, jetzt ist es wieder ein Knoten. Hat es die Frage beantwortet? Perfekt, okay, sehr gut. Und jetzt könnten Sie, um das gerade noch kurz fertig zu machen, jetzt zeige ich Ihnen noch was Zweites, das passt jetzt da, glaube ich, ganz gut dazu. Jetzt könnten Sie hergehen und könnten in dem Edit Mode Shift A, ich mache einen Circle dazu, wieder mit 128 Vertices, den Radius mache ich jetzt ein bisschen kleiner, sagen wir mal, ja, was weiß ich, so von mir aus. Und ich selektiere jetzt noch diesen Ring hier außenrum an. Jetzt möchte ich da drin Flächen machen. Ich habe Ihnen, glaube ich, beim Modellieren von der Vase, von der Tasse schon gezeigt, es gibt eine Funktion, die ganz toll ist, wenn man sie kennt und wenn man weiß, was die macht. Bridge Edge Loops. Sie haben zwei Edge Loops anselektiert, also den inneren Ring, den äußeren Ring. Wenn Sie Bridge Edge Loops anklicken, dann haben Sie hier gleich, wenn Sie die Anzahl der Knoten identisch machen, dann haben Sie hier ein sehr, sehr feines, also fein im Sinne von ein sehr, sehr schönes Netz, das Sie sicherlich eher schwer von Hand erzeugt hätten. Bridge Edge Loops, also zwei Loops anselektieren und dann bei Edge, Bridge Edge Loops. Werde ich nachher auch bei der Tasse, wenn ich den Griff mache, nochmal verwenden. Und jetzt können Sie das Ding, ich meine, das kriegen Sie jetzt dann zur Not selber hin, das können Sie das Ding einfach extrudieren, haben jetzt schon mal eine, ja, diese Lünette, diesen Ring gemacht. Sieht jetzt nicht besonders, besonders prima aus, aber ich habe, glaube ich, schon mal gezeigt, auf was ich jetzt raus möchte. Ich habe aber angekündigt, ich würde es nicht so selektieren, um wieder auf den Anfang zurückzukommen. Ich würde es gar nicht so anfangen. Ich mache Shift A, Mesh, Circle, machen wir 128. Genau. Machen wir's, ja, lassen wir es bei 128. Edit Mode. Sie erinnern sich, ich gucke jetzt von oben drauf, selektiere ich da nicht jeden zweiten Knoten an, das wäre mir viel zu blöd. Es gibt bei Select etwas, das ist ganz interessant.
Und zwar nennt sich das Checker Deselect oder Select Random. Ich mache jetzt einfach mal Select Random. Ich zeige Ihnen gleich, für was ich das verwenden würde. Hier jetzt nur als Beispiel. Ich habe jetzt gesagt, ich möchte, wenn Sie in das Menü gucken, 50% der Vertices, die jetzt hier in diesem Modell drin sind, zufällig selektieren. Sie können, wenn Ihnen die Selektion ist, entfällt, das Seed, das ist der Ausgangspunkt für den Zufallszahlengenerator, einfach hoch oder runter setzen. Sie sehen, dann selektiert er Ihnen irgendwas anderes an. Sie können auch sagen, es sollen weniger oder es sollen mehr Knoten selektiert werden. Ich denke, Sie sehen, was passiert. Wenn Sie mal irgendwas zufällig verändern wollen, Select, dann gibt es, oh, Entschuldigung, Select und dann gibt es hier Select Random. Werde ich gleich für ein ganz einfaches Modell verwenden, das ich mit Ihnen erstelle. Ich mag ja gleich ein paar Sachen damit machen, mit dem, was ich da zeige. Okay, will ich aber jetzt gar nicht. Ich selektiere mal alles und mache jetzt hier Checker Deselect oder Checker Select. Ist völlig egal, wie rum das es lesen wollen. Gucken Sie mal. Checker Deselect. Diese Funktion habe ich gerade verwendet. Da gibt es kein Kürzel dafür, meines Wissens. Deswegen mache ich es übers Menü. Das tatsächlich übers Menü. Select. Checker Deselect. Und jetzt habe ich hier, wie Sie erkennen können, automatisch jeden zweiten Knoten kann mit S skalieren. Ich habe genau das jetzt, was ich eigentlich vorhin mühsam von Hand gemacht habe. Wenn Sie sagen, ja Moment, ich hätte gern jeden zweiten, jeden dritten, jeden fünften Knoten, gar kein Problem, gucken Sie sich das an. Sie können hier einfach sagen, ich hätte gerne jeden vierten Knoten anselektiert. Ich hätte gerne jeden und so weiter. Also ich glaube, Sie verstehen, was ich damit meine. Ich bräuchte jetzt in dem Fall diese Funktion hier. Und Sie können auch, wenn jetzt nicht der hier deselektiert und daneben dran selektiert sein soll, einfach ein Offset drauf geben. Jetzt springt das Ganze jeweils einen Knoten, 2, 3, 4, was auch immer Sie einstellen, weiter. Jetzt kann ich das Ding skalieren. Jetzt hier kann ich meinen neuen Circle dazu machen, skaliere den kleiner, selektiere alles, mache Edge, Bridge, Edge Loops und bin so weit, wie ich eben gerade war. Nur habe ich mir viel weniger Arbeit gemacht. Also kurzum, bei der Select-Funktion, Select Random sollten Sie kennen. Wofür Sie das brauchen können, zeige ich gleich. Was Sie jetzt aber in dem Modell wirklich brauchen könnten, ist der Checker Deselect. Und dann ganz wichtig hier unten, wenn das Menü bei Ihnen nicht aufgeklappt ist, manchmal ist es so ein bisschen versteckt, hier links unten dieses Menü dann benutzen. Also jetzt bin ich da bei Extrude Region, nicht falsch verstehen, das sieht dann anders aus, aber Sie haben es ja gerade gesehen. Random Select und dieses Checker Deselect. So, was gibt es denn noch alles zu wissen? Sie kennen, ich bleibe jetzt gerade mal bei dem Modell, das ist jetzt nicht besonders schön, das ist jetzt nicht besonders interessant, aber ich zeige Ihnen ein paar Sachen noch an dem Ding. Sie können noch Folgendes beim Modellieren machen. Sie kennen den Loop Cut. Loop Cut, Steuerung R. Soweit, glaube ich, muss ich Ihnen da nichts mehr Neues erzählen. Steuerung R ist ganz hilfreich, finde ich persönlich. Steuerung R. Sie gehen, na, ich selektiere das hier an, Steuerung R jetzt. Dann können Sie, je nachdem, wo Sie mit der Maus hinfahren, zum Beispiel sagen, Sie möchten hier nochmal einen Loop Cut machen. Warum könnte es jetzt sinnvoll sein? Machen wir es doch einfach mal. Ich klicke hier hin, ziehe das ein Stück weiter nach draußen, mache einen Select dieses Rings, grabbe das Ding in die Z-Richtung. Jetzt habe ich da so eine Art Phase dran gemacht. Ich denke, Sie sehen, was ich damit meine. Ich habe das jetzt ein bisschen abgeschrägt zur Seite hin. Das war der Loop Cut. Ich mache es wieder rückgängig. Machen wir die Phase mal auf eine andere Art und Weise. Ich selektiere diese gezackte Linie hier, möchte den Rand fasern. Phase heißt auf Englisch Bevel. Sie werden finden eine Funktion, die Sie mit Steuerung B erreichen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wo das jetzt hier oben steht. Also irgendwo da drin finden Sie mit Sicherheit Bevel. Wie gesagt, ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich bei Edge irgendwo. Ich weiß es aber leider nicht. Tut auch nichts zur Sache. Steuerung B ist die Abkürzung. Sie können es ja selber suchen. Steuerung B für Bevel. Bevel, das englische Wort für Phase. Jetzt passiert erstmal gar nichts. Wenn Sie jetzt aber die Maus anfangen, hin und her zu ziehen, dann wird irgendwann, jetzt müssen Sie bloß den richtigen Moment abwarten, jetzt, dann wird irgendwann eine Phase entstehen. Sehen Sie das Ding? Hier entsteht die Phase, also eine Abschrägung. Und jetzt kommt der Clou, wenn es keine Phase sein soll, sondern eine Verrundung, einfach mit dem Mausrad nach oben rollen, dann kommt jeweils, oh, Verzeihung, jetzt habe ich aus Versehen die Funktion beendet, mein Fehler. Nochmal Steuerung B, mit der Maus hin und her fahren, dann merken Sie irgendwann, ah ja, jetzt geht's los. Mit Shift-Taste können Sie das ein bisschen feiner abgestuft machen. Und wenn Sie das Ganze verrunden möchten, einmal nach oben mit dem Mausrad klicken lassen, dann kommt ein neuer Schnitt dazu. Zweimal kommen zwei, drei, vier, fünf. Sie sehen es hier, jetzt wird es eine Verrundung. Ich höre jetzt einfach mal auf an der Stelle, belasse es dabei. Machen wir das Ding mal mit Shade Smooth. Sieht jetzt nicht schön aus, aber ich denke, Sie verstehen, was ich meine. Ich mache es wieder Shade Flat, Moment. Wie man das mit Shade Smooth macht, dass es dann wieder Kanten gibt, zeige ich gleich. Aber Sie können mit dem Steuerung B einen Bevel dazu bringen, eine Phase hinzubringen oder eine Verrundung hinzufügen. Nachteil ist jetzt allerdings, wie Sie hier sehen, das Netz wird an der Stelle dauerhaft so verfeinert. Ich mache es wieder rückgängig. Hoppla. Na? So, wo waren wir denn? Da waren wir. Es gibt aber auch einen Modifier, der Ihnen das übernimmt.
Ich habe im Object Mode, Sie sehen, ich bin im Object Mode, es gibt einen Modifier, der nennt sich Bevel, der macht genau das, was ich gesagt habe. Der macht das jetzt aber an allen Kanten, wie Sie hier erkennen können. Sie sehen es, der macht jetzt aber hier sogar das, was ich eigentlich gleich noch zeigen wollte. Der macht jetzt hier diese sehr, sehr harten Kanten deutlich realistischer. Der macht jetzt hier auch einen Bevel, eine Phase hier in diese, gucken Sie mal, in diese Spitze hier rein. Also wenn ich die jetzt mal ein Stück weiter rausziehe, ja, gerade von oben, wenn ich die hier weiter rausziehe, dann sehen Sie, der bevelt auch da einen Teil dann mit entsprechend. Ist sicherlich eine sehr, sehr hilfreiche Funktion. Sie sehen es jetzt, der Ring sieht aus meiner Sicht, ohne dass ich jetzt was modellieren musste, deutlich realistischer aus. Und der Clou dabei ist vor allem der, Sie können dieses Ding ja jederzeit wegmachen, können an dem Netz hier weiterarbeiten. Oder aber, wenn Sie es da drin haben und Sie wollen wirklich, dass das Ganze auf dem Netz angewendet wird, Sie wissen jetzt ja, mit Apply können Sie das Ganze machen. Jetzt ist das Netz tatsächlich das Netz, was Sie eben gerade gesehen haben. Aber das vielleicht als Randbemerkung jetzt an der Stelle. Ich würde, solange es nicht zwingend erforderlich ist, diese Modifier immer, so wie es jetzt rechts drin ist, nicht applyen, sondern ich würde das nicht destruktiv anwenden. Also non-destructive wird meistens, wenn Sie den Begriff mal suchen sollten, wie man non-destructive modelliert, also nicht zerstörend modelliert. Damit ist dann immer gemeint, wie kriege ich das hin, dass ich mit einem möglichst rudimentären Netz und mit Modifiern, die ich nicht apply, wie kann ich damit möglichst viel zustande bringen. Also ich würde es nach Möglichkeit nicht destruktiv machen. Ich würde es so spät, wie es geht, wenn überhaupt, würde ich die Dinger nur applyen. Lieber gar nicht applyen, wenn es nicht irgendwie anders geht. Jetzt habe ich Ihnen eben schon eine Sache gesagt, ich mache das hier nochmal ganz kurz rückgängig, mache den Bevel jetzt doch nochmal von Hand rein. Steuerung B, Sie kennen es jetzt mittlerweile, machen wir einen Bevel, der so aussieht. Ich mache das mal ganz bewusst so, ich möchte jetzt dieses Ding smooth shaden. Ich habe Ihnen gesagt, ups, ah, gefällt mir nicht so ganz. Sie sehen es hier, irgendwie ist das nicht ganz das Ergebnis, wie ich es mir wünschen würde. Ich hätte beispielsweise gern, dass diese Kanten wirklich harte Kanten bleiben, dass aber diese Verrundung hier rund bleibt. Ich zeige Ihnen noch einen Modifier, den ich glaube ich schon mal angewendet habe, aber ich zeige es Ihnen jetzt hier an der Stelle nochmal. Es gibt einen Edge-Split-Modifier. Diesen Edge-Split-Modifier können Sie anwenden. Jetzt sieht es aus, wie ich es gerne hätte. Hier habe ich eine schöne Rundung, obwohl das Netz hier an der Stelle aus im Endeffekt ja, quadratischen Flächen besteht oder viereckigen Flächen besteht. Ja, viereckig, nicht quadratisch, Entschuldigung. Aus rechteckigen Flächen wären es. Also aus viereckigen Flächen hier besteht, habe ich das jetzt hier smooth und diese Kante hier beispielsweise ist hart. Warum ist die hart? Weil ich hier einen Winkel einstellen kann, ab dem etwas glatt bzw. nicht glatt aussehen soll. Sie sehen es hier. Wenn Sie den ganz nach oben machen, dann wird alles geglättet. Und ab einem bestimmten Winkel wird dann halt, ich gucke gerade nochmal ganz kurz, wann das wäre. Na, jetzt hätte ich das Ergebnis, dass nur diese Rundungen hier geglättet werden, weil er einfach die Winkel zwischen diesen einzelnen Faces misst. Und wenn der Winkel den 30, die 15 Grad, die ich jetzt rechts eingestellt habe, über- oder unterschreitet, entscheidet er, soll ich es glätten oder soll ich es lieber hart lassen. Edge Split Modifier. Das ist der, den ich Ihnen hier an der Stelle noch zeigen will. Aber ich glaube, mit dieser Lünette können Sie jetzt rumexperimentieren, wie Sie Lust haben. Ich denke, dass das soweit klar ist. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, was habe ich Ihnen denn noch nett gezeigt von den Sachen. Loop Cut habe ich, Bevel habe ich. Random Select habe ich. Ja, okay, jetzt kommt noch eine Sache, die, wie soll ich denn sagen, da erkläre ich jetzt mehrere Dinge auf einmal. Ich mache das hier weg, ich bleibe jetzt einfach in diesem File drin, bin im Object Mode. Ja, Frage bitte? Natürlich. Sehr gerne, Frage zum Bevel Modifier, ich gehe nochmal zurück, ja? Ja. Ja, die Frage ist gerade, ob man beim Bevel Modifier auch einzelne Kanten gezielt auswählen kann und andere ausschließen sozusagen. Ja, das funktioniert. Und zwar gibt es dafür, gucken Sie mal, das habe ich Ihnen jetzt gar nicht gezeigt, es gibt eine Limit Method. Sie können da beispielsweise auswählen, dass nur ein bestimmter Winkel oder ab einem bestimmten Winkel das Ganze passiert. Das wäre jetzt hier beispielsweise, da haben wir ja 90 Grad Winkel dahinter. Das heißt, ich kann das Ding jetzt, gucken Sie mal, wenn ich über 90 Grad drüber gehe, bleibt das bei 90 Grad. Sie sehen es hier, glaube ich, was ich meine. Sie können das aber nicht nur anhand des Winkels machen. Das funktioniert hier bei uns nämlich auch nicht, weil auch, na, ich gehe nochmal oben drüber, weil auch hier hätte ich ja einen Winkel von 90 Grad zwischen diesen beiden Flächen. Deswegen funktioniert Angle jetzt bei uns nicht. Es gibt aber auch noch andere Dinge. Zum Beispiel gibt es ein Weight, nachdem Sie das Ganze machen können. Wie Sie das einstellen, zeige ich Ihnen gleich. Eine Gewichtung. Und dann gibt es noch Vertex Groups. Sie können also eine Vertex Group machen. Zum Beispiel können Sie sagen, diese Vertex Group, Sie wissen, wie es geht, anselektieren, hierher gehen, Vertex Group machen, diese anselektierten Dinge dieser Gruppe assignen. Das Ding nenne ich jetzt auch gleich gefast, damit ich es nachher gescheit finde, wenn ich mehrere dieser Vertex Groups habe.
Und dann kann ich hergehen, kann im Modifier hier sagen, ich hätte gerne eine Limit Method, ich würde das gerne auf eine Vertex Group beziehen. Und jetzt geht logischerweise hier ein neues Fenster auf, Vertex Group, draufklicken. Ich hätte es gerne nur aufs Gefast. Und jetzt muss ich halt hier noch ein bisschen den Winkel einstellen. Jetzt habe ich das Ganze beschränkt auf diese Vertex Group und sonst nichts mehr. Entschuldigung, hätte ich gleich erklären können. Habe ich ehrlicherweise vergessen. Und was hier auch noch geht, dann mache ich es wirklich jetzt so weit, wie ich ihn manchmal auch benutze. Dieses Verrunden geht natürlich auch hier bei Segments. Gucken Sie mal. 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Jetzt kann ich auch hier Shade Smooth machen und einen Edge Split Modifier hinten dran packen. Und ich kriege genau das Ergebnis, das ich vorhin hatte. Mit dem riesigen Vorteil, ich betone es nochmal, mit dem riesen Vorteil, deswegen arbeite ich gern mit Modifiern. Ich habe ja noch mein ursprüngliches Netz. Dieses ganz einfache Netz, was wir vorhin in 30 Sekunden erstellt haben, das ist immer noch die Grundlage für das, was da passiert ist. Passt mir irgendwas nicht, kann ich das über den Bevel Modifier und den Edge Split Modifier jederzeit ändern oder rückgängig machen. Wenn Sie das da applyen, dann ist das Netz, wie es ist. Dann haben Sie damit größere Mühe, wieder das Ganze auf den Zustand zu bringen oder müssen vielleicht sogar von vorne anfangen. Also so spät, wie es geht, diese Modifier applyen. Das als Tipp. Einfache Netze und dann mit Modifiern so gut, wie es geht, das hinbringen, was man möchte, ist meistens die bessere Variante, als das hart ins Netz rein zu modellieren. Habe ich die Frage beantwortet? Okay, perfekt. Also Limit Method war das, was ich noch hätte erklären sollen. So können Sie noch in dem Bevel Modifier bestimmen, wo soll es denn gemacht werden. Das kommt gleich. Ja, 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 das kommt jetzt. Die Frage war gerade, ich wollte doch noch zeigen, wie man so ein flexibles Armband macht. Ja, ja, das kommt. Dazu ist es aber wichtig, dass ich nochmal ein paar Sachen zusätzlich erkläre, die Ihnen manchmal Probleme machen könnten. Und zwar möchte ich jetzt eingehen, zum einen auf das Menü, das Sie hier oben sehen. Das da. Und zum zweiten möchte ich eingehen auf die Ursprünge eines Objekts, auf die Origins. Denn das macht einem manchmal wahnsinnige Probleme, wenn man nicht weiß, was da gerade los ist. Ich mache jetzt deswegen, also erlauben Sie es mir, ich mache jetzt noch ein paar Schritte zwischendrin. Ich komme dann aber zu dem Punkt, wie man so ein flexibles Armband macht. Keine Sorge, das machen wir jetzt gleich. Also dauert noch ein bisschen. Ich will nämlich erst noch ein paar Sachen klarstellen, die ich bisher einfach übergangen habe. Die habe ich Ihnen nicht erklärt und ich glaube, die könnten wichtig werden, wenn wir dann ein bisschen mehr modellieren. Was ich Ihnen schon gezeigt habe, ist Folgendes. Ich habe Ihnen, ich bin gerade am Überlegen, wie rum ich es mache. Ich mache von der Reihenfolge her jetzt erstmal eine UV-Sphere. Ich möchte Ihnen das Menü hier oben erklären, was es damit auf sich hat. Ich habe eine UV-Sphere gemacht, eine beliebige. Ich mache jetzt Folgendes. Ich mache mit Ihnen, weil momentan durch die Medien hier dauernd diese Bilder von Coronaviren gehen. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Sie, wenn Sie mit dieser Menüleiste hier oben wissen, was Sie da machen können, sehr, sehr schnell sowas selber modellieren können. Sie brauchen jetzt nicht mitzuklicken. Ich mache das jetzt sehr schnell, aber es wird, glaube ich, klarer, was da oben eigentlich alles geht. Fangen wir mal folgendermaßen an. Ich mache im Edit Mode nichts anselektiert. Ich mache im Edit Mode Select, Select Random. Jetzt sehen Sie hier, ich habe hier zufällig Sachen anselektiert. Ich möchte aber nicht die Vertices, sondern ich möchte Faces anselektieren, random. Deswegen gehe ich hier auf das Face, Select, Select Random. Das sind mir jetzt viel zu viel. Ich möchte jetzt bestimmen, wo sollen denn diese Ärmchen, ich weiß leider nicht, wie das sich genau nennt, diese Ausleger da rauskommen. Das sind sicherlich weniger als 50%. Ich gucke mal, ja, vielleicht ist das, ja, keine Ahnung, machen wir es. So irgendwie. Dann gefällt mir nicht, wenn da so viele Nachbarn selektiert sind, denn normalerweise sind die ja eher separiert. Das hier unten, muss ich jetzt gestehen, das wird ganz hässlich, wenn ich das damit mache. Das lasse ich jetzt an der Stelle einfach weg. Machen wir das vielleicht so. Selektieren wir da noch einen dazu. Machen wir lieber den da. Und die da oben würde ich jetzt nochmal wegmachen. Ja, den da noch weg und lieber da einen her. Ja, passt. Egal. Geht jetzt nur ums Prinzip. Ich habe jetzt alles Select Random gemacht, das von Hand noch ein bisschen verfeinert. Was Sie kennen und was jeder von Ihnen hinkriegen würde, denke ich mal, wäre, Sie machen einfach Extrude. Extrude E und dann S für Scale. Sorry. Also ich mache es noch einmal kurz. Ich habe mich jetzt gerade selber verhaspelt. Ich setze hier das Ding an. Extrude E, S für Scale. Jetzt werden diese Ärmchen nach außen gezogen. Jetzt wissen Sie aber, also zumindest mal sehen die Bilder immer so aus, dass diese Ärmchen nicht nach außen hin dicker werden, sondern dünner. Und jetzt stehen Sie wahrscheinlich vor dem ersten Problem. Ups, wie mache ich die jetzt dünner? Die erste Idee könnte sein, ha, super, das kenne ich. Ich kenne S, ich kenne Scale, ich mache S. Ah, shit, nee, jetzt gehen die komplett rein und raus. Das wollte sie ja eben nicht. Warum ist das Ganze denn so? Weil Sie jetzt wissen müssen, was Sie eigentlich gerade für ein Koordinatensystem und für jeweilige Pivot Points haben. Also für ja, diese
diese Rotations- und Skalierungsmittelpunkte haben. Es gibt hier oben nicht nur die Möglichkeit, in dem bisher verwendeten Global-Koordinatensystem zu arbeiten, sondern Sie können auch local arbeiten. Brauchen wir jetzt an der Stelle nicht. Sie können zur normalen arbeiten und so weiter und so fort. Oder relativ zur Ansicht, die man gerade habe, zu der Ausrichtung der Kamera. Das kann ich jetzt erstmal lassen, wie es ist. Was aber interessant ist, ein Symbol, das sich hier versteckt, standardmäßig ist hier anselektiert Median Point. Das heißt, er tut jetzt von allen anselektierten Flächen den Medianpunkt nehmen und skaliert dann dazu. Das ist aber jetzt gerade gar nicht das, was ich haben möchte. Ich möchte, dass jede einzelne Fläche individuell skaliert wird. Das geht ganz einfach über Individual Origins. Ich klicke einfach mal drauf, Individual Origins habe ich jetzt anselektiert, mache S für Scale, jetzt sehen Sie, aha, jetzt wird jede Fläche für sich selber behandelt. Also kurzum, das hier oben gibt Ihnen an, was ist der Pivot Point, also der Punkt, um den Sie rotieren, der Punkt, um den Sie skalieren und so weiter und so fort. Und hier standardmäßig Median Point ausgewählt, in den meisten Fällen auch genau das, was man haben möchte. Sie können das auch relativ zum 3D-Cursor beispielsweise machen. Sie können eine Bounding Box um die selektierte Dinge rumlegen, was auch immer. Das, was ich häufig verwende, ist Individual Origins, Median Point und 3D-Cursor. Jetzt habe ich die Individual Origins genommen. Jetzt machen wir kurz mal das Ding fertig, damit Sie sehen, wie schnell das geht, wenn Sie wissen, wie Sie mit diesem Menü da oben umgehen. Extrude, machen wir Scale, damit das Ganze ein bisschen größer wird. Dann grabbe ich das vielleicht noch in die Z-Richtung. Ah, Mist, nee, so war es nicht gemeint, oder? So habe ich es nicht gewollt, sondern ich wollte doch wahrscheinlich, dass das jeweils zur Flächennormale passiert. Kein Problem, ich weiß jetzt mittlerweile, da oben gibt es ein Koordinatensystem. Also, ich möchte grabben in die Z-Richtung. So, jetzt mache ich das jeweils lokal dazu. Ich extrude. Ich tue E-Inset machen, ich grabbe entlang der Z-Richtung. Sie sehen, ich mache jetzt hier etwas entlang der Flächennormalen. Und Sie sollten wissen, dass das Ganze funktioniert, weil mit Global kommen Sie manchmal nicht weiter. Oder Sie müssen sich zumindest mal sehr viel mehr Arbeit machen. Hier können Sie die Transform Orientations, die Koordinatensysteme auswählen. Hier können Sie jeweils den Pivot Point, den Mittelpunkt auswählen. Ich habe jetzt Individual Origins gezeigt und ich habe die Flächennormale gezeigt. Den Rest kriegen Sie selber raus, wenn Sie wissen, dass da was geht. Und jetzt kann ich hergehen. Jetzt habe ich hier ja schon meinen Mini-Corona-Virus zusammengezaubert. Jetzt mache ich noch Steuerung 2. Das ist die Anwendung eines Modifiers Subdivision mit zwei Subdivisions. Steuerung 2 ist das Kürzel dafür. Jetzt habe ich hier meinen ersten Super Mini-Virus innerhalb von ein paar Minuten hingezaubert. Ist nicht perfekt, Sie sehen es hier. Dadurch, dass das Ausgangsnetz an der Stelle eher hochkant war, ist jetzt auch dieses Ding ein bisschen verzerrt. Aber mir geht es nicht um die Details jetzt. Mir geht es darum, Ihnen zu zeigen, wie schnell Sie, wenn Sie wissen, wie Sie mit dem Menü hier oben arbeiten, wie schnell, dass Sie damit auch solche zum Beispiel Dinge modellieren können, die eher organisch jetzt in dem Fall aussehen. Okay, das war das. Was gibt es denn noch? Jetzt machen wir einen Array. Also sorry, ich mache jetzt laufend neue Modelle, ich schmeiße Ihnen laufend Dinge an den Kopf. Wichtig ist mir nicht, dass Sie das jetzt alles mitklicken, sondern dass Sie wissen, was da geht und was eventuell Quelle für einen Fehler sein könnte. Gerade jetzt kommt so ein Punkt, der ganz wichtig ist, der aber für Sie vielleicht sogar relevant werden wird. Arrays machen. Also sprich ein Objekt, ich belasse es jetzt bei diesem Kubus, den wir hier sehen. Können Sie jedes beliebige andere Objekt nehmen. Ich möchte dieses Objekt jetzt mehrfach haben. Es gibt den Modifier Array, den habe ich Ihnen schon mal gezeigt. Ich habe Ihnen gesagt, naja, ist nicht sonderlich schwierig nachzuvollziehen, was die Kiste macht. Bei Count können Sie einstellen, wie viele dieser Objekte möchte Sie nebeneinander. Beim Relative Offset können Sie sagen, naja, mit welchem Faktor soll das sein? Ich glaube, wenn ich es hier vorführe, dann ist relativ schnell klar, um was es geht. Das gibt es in drei Raumrichtungen, in X, Y und Z-Richtung. Wenn ich die X-Richtung auf 0 setze und stattdessen in die Y-Richtung will, dann geht es halt nach Y und nach Z. Dann sehen Sie ja, ich habe Ihnen schon von Treppestufe erzählt, skalieren Sie den Würfel entlang der Y-Richtung. Zack, da haben Sie Ihre Treppe, wenn Sie die Faktoren hier richtig einstellen. Das ist also recht, wie soll ich sagen, schnell verstanden, was da passiert, beziehungsweise was man da macht. Was man aber ganz gerne braucht, und dann ein bisschen hilflos dasteht, wenn man nicht weiß, wie es geht, ist ein Muster, ein Array, den Sie um einen Mittelpunkt beispielsweise machen. Stellen Sie sich eine Felge vor. Ich habe Ihnen, glaube ich, ganz am Anfang in der Einführungsfolie eine Felge gezeigt. Da habe ich natürlich nur eine Speiche modelliert und habe über einen Array-Modifier dieses Ding dann entsprechend, keine Ahnung, alle 45 Grad, alle 30 Grad, alle 90 Grad, wie viel Speichen auch immer das es sein solle, um einen bestimmten Mittelpunkt rotieren lasse. Dazu werde ich jetzt im Vorbeigehen erklären, was hat es mit diesem Object Origin auf sich und warum kann der mir manchmal Dinge verhageln. Der zweite Punkt, den ich Ihnen zeigen werde heute, ist die Anwendung des Array Modifiers. Klar, das kommt jetzt zwangsläufig dazu. Und der dritte Punkt ist der, ich werde Ihnen etwas Neues zeigen, was Sie bisher noch nicht kannten. Ich werde Ihnen ein Empty jetzt gleich da reinwerfen. Empties,
Mit Shift-A im Object-Mode können Sie jederzeit ein Empty machen. Da gibt es ganz verschiedene Dinge. Ich persönlich verwende ganz oft diese Plane Axis, also ein Koordinatensystem. Ich mache gleich mal eins dazu. So, jetzt komme ich aber erst zu diesen Origins. Was hat es mit diesen Origins auf sich? Das ist schon ein bisschen fies. Ich gehe mal hier kurz in die Local View, damit man da dieses Ding groß sieht. Local View, Sie wissen, dieser Slash auf dem Numpad. Sie sehen hier ganz versteckt dieses kleine, orangefarbene, unscheinbare Pünktchen. Dieses, also nicht den 3D-Cursor, den meine ich jetzt an der Stelle nicht, ich setze ihn weg, sorry. Sie sehen hier diesen kleinen, unscheinbaren, orangefarbenen Punkt. Und dieser orangefarbene Punkt ist insofern fies, als dass der Ihnen komplett alles, was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, verhageln könnte. Das hier ist der Objektursprung. Dieser Punkt ist der Ursprung dieses Objekts. Wenn Sie G drücken, dann können Sie dieses Ding irgendwo hinsetzen und Sie sehen, der Ursprung wandert immer mit. Wenn Sie im Edit-Mode sind und verschieben dieses Ding, dann sehen Sie, ups, der Ursprung ist nach wie vor da. Sie haben nur die Netzknoten, die Faces und so weiter und so fort versetzt. Wenn Sie jetzt also beispielsweise, ich mache das nochmal rückgängig, wenn Sie beispielsweise dieses Objekt um die Z-Achse rotieren, dann dürfte Sie das wenig verwundern, was passiert. Naja, er rotiert halt um die Z-Achse, wie gerade eben gedacht. Ich grabbe das Teil, schiebe es irgendwo hin, rotiere um die Z-Achse. Es passiert, naja, das, was ich erwarte, genau das Gleiche. Machen wir es rückgängig. Was passiert, wenn ich im Edit-Mode dieses Netz aber darüber geschoben habe, der Origin da geblieben ist? Ich rotiere um Z und Sie werden sehen, hä? Jetzt dreht sich das gar nicht mehr um diesen Origin halt, den ich ursprünglich erwartet hätte, sondern ich habe das Netz halt relativ zum Origin verschoben. Wie kriege ich das wieder hin? Also das kann man ja manchmal wollen. Wir werden das jetzt gleich wollen für diesen Array Modifier. Sie sehen ja schon, wenn ich jetzt um die Z-Achse rotiere, dann kriege ich da so einen Kreis, wenn ich das Ding hier rumdrehe. Das möchte ich ja später. Aber Sie müssen sich darüber bewusst sein, das, was wir jetzt tun, hängt ganz stark davon ab, wo befindet sich mein Mesh im Vergleich zum Origin. Wie kann ich diesen Origin hin und her versetzen? Gehen wir davon aus, ich möchte den jetzt wieder dahin kriegen. Sie können in der Edit Mode gehen. Entschuldigung, nicht in der Edit Mode, Object Mode, Verzeihung. Und dann können Sie bei Object hier oben Set Origin und jetzt alles Mögliche machen, was da drin steht. Zum Beispiel können Sie sagen, Sie möchten den Origin zur Geometry machen. Ich klicke mal drauf, jetzt sehen Sie, jetzt knallt er wieder darüber. Sie können aber natürlich auch sagen, Object Set Origin to 3D Cursor. Jetzt ist das da, wo Sie den 3D Cursor hingesetzt haben. Also kurzum, Sie können hier mit Object Set Origin diesen Ursprung versetzen. Und wenn Ihr Modell, wenn Sie ein Array beispielsweise machen, oder wenn es sich nicht um den Punkt dreht, um den Sie es gerne rotieren lassen möchte, wenn das nicht genau das macht, was Sie sich wünschen, was Sie sich vorstellen, gucken Sie bitte mal, wo ist denn eigentlich der Origin von meinem Objekt? Vielleicht ist das die Fehlerquelle. Ganz oft beim Array Modifier macht Ihnen das nämlich dann nachher die Probleme beim Array Modifier, wenn Sie das rotieren lassen wollen, wie ich es jetzt gleich mache. So, ich mache es folgendermaßen, ich mache es wieder von vorne, ich mache dieses Delete. Ich habe ja vorhin diesen 3D-Cursor aus Versehen oder absichtlich, weil es jetzt bei mir versetzt, aber wenn Ihnen das aus Versehen passiert, das passiert manchmal, mit Shift und gedrückter rechter Maustaste können Sie das Ding hinsetzen, wo Sie Lust haben. Ich muss wieder die Screencast-Keys anmachen, Verzeihung. Wenn Sie das jetzt aus Versehen mal irgendwo hingesetzt haben und Sie wissen nicht mehr, boah, wie kriege ich denn den hier zurück? Wenn Sie jetzt Shift-A Mesh Cube machen, kommt der da, wo der 3D-Cursor ist. Das wollen Sie vielleicht gar nicht. Sie könnten jetzt natürlich über das Menü hergehen und könnten dieses Item hier händisch auf 000 versetzen. Ist aber super umständlich. Sie haben das ja aus Versehen gemacht. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Sie können jederzeit Shift-S drücken. Shift-S. Wenn Sie Shift-S haben, kommt hier so ein Menü, Snap nennt sich das Ganze. Und dann können Sie zum Beispiel sagen, ich möchte, dass der Cursor in das aktive Element gesetzt wird. Will ich jetzt aber nicht. Sie können das Ganze zum Beispiel zum World Origin zurücksetzen. Das ist das, was ich dann immer wieder mache. Cursor to World Origin, wenn ich ihn aus Versehen mal versetzt habe. Cursor to World Origin, ich klicke es jetzt einfach mal an, Sie sehen es jetzt schon wieder da. Wenn ich jetzt den nächsten Kubus mache, dann kommt er wieder da, wo ich es mir eigentlich wünschen würde. Der Origin wird jetzt ganz wichtig sein. Also, was mache ich? Ich gehe jetzt her. Jetzt machen wir ein Array. Selbstverständlich dürfen Sie fragen. Ja, klar. Also die Frage war jetzt, wenn ich sie richtig zusammenfasse, Sie sagen es mir, wenn ich was falsch verstanden habe. Sie haben ein Objekt modelliert, ich gehe in den Edit-Mode, das haben Sie da drüben gemacht. Der Origin sitzt jetzt irgendwo kreuz und quer und ich möchte nachher dieses Objekt wieder in den Ursprung kriegen. Das war die Frage, oder? Okay, also gehen wir davon aus, Objekt sitzt hier oben, Origin ist aus Versehen hier unten gelandet, haben wir irgendwie während des Modellierens vergessen, gar kein Problem. Sie gehen beispielsweise her und können jetzt Folgendes machen. Sagen wir mal, machen wir mal was anderes, als das wieder so zu machen, wie es eben gerade war. Sie möchte, dass diese untere Ecke hier, dass die nachher im Origin liegt. Könnte ja der Wunsch sein. Sie haben das Ding fertig modelliert, sind glücklich, genauso soll das Teil aussehen.
Ich selektiere jetzt diesen Punkt hier an. Sehen Sie das? Den Punkt habe ich anselektiert. Jetzt mache ich Shift-S, das, was ich vorhin gezeigt habe, Shift-S, sage Cursor to Selected. Ich setze den 3D-Cursor jetzt dahin, was ich anselektiert habe, also dahin zu diesem Vertex. Cursor to Selected. Blob, jetzt ist der hier oben. Noch ist nichts Interessantes passiert. Ich kann aber jetzt im Object-Mode, ich bin mit Editor da rausgegangen, bin im Object-Mode, Object, Set Origin, und jetzt kann ich sagen Origin to 3D-Cursor. So, jetzt ist der Origin hier oben hingeschnappt. Und jetzt kann ich hier natürlich dann 0, 0, 0 machen. Und jetzt sehen Sie, dass genau die Ecke dahin geflitzt. Also Sie können dieses Modell jederzeit neu platzieren, neu orientieren. Ganz ehrlich, wenn ich ein Modell mache, denke ich beispielsweise da an diesen Akkuschrauber, den ich Ihnen gezeigt habe. Ich modelliere da einfach drauf los. Den Origin setze ich mir hinterher dahin, wo ich ihn bräuchte und setze es dann wieder dahin, wo ich möchte. Weil ich meistens noch gar nicht weiß, das Akkupack beispielsweise, wie hoch, wie breit, wie dick, wie dünn wird denn das. Das ist mir ehrlich gesagt egal beim Modellieren. Oder der Origin ist, ich mache das dann, wenn ich es fertig modelliert habe, so wie ich es gerade eben gezeigt habe, auf die richtige Position wieder dazu. Also ja, Sie können das selbstverständlich auch nach dem Modellieren jederzeit hin und her setzen, wo Sie möchte. Also ich mache es nochmal einen anderen Punkt, sagen wir mal, der Punkt hier soll sein, anselektieren im Edit Mode, Shift S, Cursor to Selected, den 3D Cursor, rausgehen in den Object Mode, Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor und dann hier einfach 0, 0, 0 machen. Das ist zwar ein bisschen Handarbeit, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht sogar schneller geht, aber also das wäre jetzt zumindest mal ein Workaround, eine Möglichkeit, wie es funktioniert. So hätte ich es jetzt dann an der Stelle vorgeschlagen zu machen. Frage geklärt? Sehr gut, okay. Also gerne Frage, das finde ich ja gerade ganz wichtig, dass wir darüber uns unterhalten, darüber diskutieren können. Jetzt mache ich aber wirklich wieder ein neues Modell, bevor ich da jetzt noch ewig rummache, mit dem Modell uns wieder zurücksetzt. Also kurzum, ich habe jetzt hier wieder meinen Kubus und jetzt mache ich Folgendes. Ich werde diesen Kubus nehmen, ich gehe in den Edit Mode und grabbe jetzt das Zeug und schiebe es in die, was machen wir, Y-Richtung von mir aus, dahin. Der Ursprung bleibt hier, ich bin im Edit Mode, ich habe nur die Knoten verschoben, den Ursprung habe ich hier gelassen, ganz bewusst habe ich den hier gelassen. Das soll nachher mein Drehmittelpunkt werden. Ich gehe aus dem Edit Mode raus. Sie wissen ja mittlerweile, ich mag einen Array Modifier anwenden. So, jetzt kommt aber blöderweise das Ding hier zustande, ich weiß ja, ah ja super, jetzt habe ich es halt entlang einer Linie. Ah, jetzt habe ich es entlang von zwei Linien oder zwei Richtungen, jetzt habe ich es entlang von drei Linien. Top, das ist aber halt leider nicht das, was ich möchte. So, machen wir wieder das Ding aus. Ich möchte keinen Relative Offset, ich möchte auch keinen Constant Offset haben, sondern was ich möchte, ist ein Object Offset. Ich mache es mal an. Ich möchte einen Offset haben zu einem Objekt. Dieses Objekt habe ich gerade eben schon benannt, ich mache es nochmal rein. Shift-A im Object Mode, Shift-A, Empty, da unten ist immer, Plane Axis. So, da ist ein Objekt. Dieses Objekt, jetzt gehe ich mal wieder hier zurück, nehme ich jetzt über die Pipette oder über diese Liste, entweder die Liste nehme oder was ich ganz gerne mache, hier die Pipette, entweder im Outliner hier dann das Empty anselektieren oder aber direkt hier in dem Viewport. Jetzt habe ich hier das Empty drin und Sie sagen sich, hä, was will denn der von uns? Da passiert ja gar nichts. Dieses Objekt, dieses Empty, wenn Sie das um die Z-Achse rotieren, ich mache das mal RZ, dieses Objekt, je nachdem, was wir für einen Winkel hier einstellen, gibt Ihnen an, in welchem Winkel stehen zwei Objekte zueinander. Ich gehe mal kurz von oben drauf guckend. Gucken Sie mal. Das hier, ich mache es vielleicht mal rückgängig. Das hier zeigt doch jetzt auf das Objekt die Achse. Das hilft Ihnen vielleicht zur Orientierung. Wenn ich jetzt R mache und drehe das rum, dann sehen Sie, dass das erste Objekt da kommt, wo die Achse jetzt hindreht. Das heißt, diesen Winkel hier, den ich jetzt gerade eingestellt habe, diesen Winkel, den ich da oben auch von Hand ändern kann, diese 33 Grad, die gebe mir jetzt vor, in welchem Winkel stehen diese Objekte zueinander. Wenn ich jetzt folgendes, jetzt machen wir noch einen weiteren sehr, sehr interessanten Kniff in Blender. Wenn ich jetzt beispielsweise möchte, dass da, wie viel wollen wir, 36 Objekte, dass da 36 Objekte entstehen oder 12 oder was auch immer für eine Anzahl an Objekte, dann kann ich jetzt ja im Modifier, Sie kennen es mittlerweile, dann kann ich hier einstellen, ich hätte 12 Objekte. Blöderweise überschneide die sich jetzt da oben. Warum? Weil ich jetzt ja beim Empty hier den richtigen Winkel einstellen muss. Puh, jetzt muss ich das ja ausrechnen, gell? Blöd irgendwie. Weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe da persönlich keine Lust dazu. Blender rechnet das aber für Sie aus, wenn Sie das möchten. Und zwar kann ich das Empty anselektieren. Dieses Empty. Jetzt gebe ich, Sie kennen das, R für Rotate. Oh, ich muss die, Moment, ich muss die Screencast Keys anmachen. Ich schwätze da an Sie dran und Sie sehen gar nicht, was ich mache. Ich selektiere das Empty an, mache R für Rotate. Ich möchte um die Z-Achse drehen, deswegen drücke ich ein Z als nächstes. Und jetzt sehen Sie links oben, gucken Sie mal bitte hier in dem Bereich, da links oben, wo sich jetzt der Winkel ändert. Da sehen Sie jetzt, um wie viel Grad, dass ich das Ding gerade drehe. Das heißt, ich kann das jetzt hier einstellen. Mit gedrückter Shift-Taste kann ich das feiner einstellen. Das kennen Sie mittlerweile. So, und jetzt kommt das, was ich noch mitgeben möchte. Sie müssen aber nicht mit dem Taschenrechner ausrechnen, wenn Sie da, wie viel haben wir denn gesagt?
Jetzt muss ich selber nochmal gucken. 12, gell, waren's. Wenn sie 12 solcher Dinger dahin machen möchte, welcher Winkel ist es dann? Na gut, 360 durch 12 müsste sie ja rechnen. Wenn sie im Kopfrechner gut sind, machen sie es im Kopf. Ich bin im Kopfrechner schlecht. Ich mache das Ganze so, dass ich es im Blender übergebe, die Aufgabe. RZ. Und jetzt gebe ich ein, auf dem Nummernblock, auf dem Ziffernblock wohlgemerkt, zuallererst mal dieses Sternchen. Mit diesem Sternchen kommen sie in diesen Taschenrechnermodus. Und jetzt kann ich eingeben 360 dividiert durch 12. Oh, wenn ich mich jetzt nicht vertippt hätte, wäre sogar richtig. 360 durch 12, Sie sehen es links oben in der Ecke stehen. Enter, fertig. Da habe ich mein kreisförmiges Array. Und wenn ich jetzt den Radius vergrößern möchte, einfach dieses Ding anselektieren, grab entlang der Y-Richtung, größer, kleiner, dicker, dünner, was auch immer Ihnen vorschwebt. Sie sehen es ja hier. Und auch hier gilt wieder, es gibt die Merge-Funktion, die es vorhin auch schon mal gegeben hat. Ich klicke jetzt mal da drauf. Ich mache den Abstand hier mal vergleichsweise groß. Sie werden gleich erkennen, was ich möchte. Macht jetzt hier keinen Sinn, aber diese Knote hier und hier werde ich jetzt gleich mit denen hier zusammen schnappe, wenn ich noch First and Last dazu mache. Grab entlang Y, warte Sie mal, ich muss gucken, wann es passiert. Ebert ist gerade passiert, Ebert ist gerade, sehen Sie das, dass es jetzt zusammen schnappt. Jetzt sind das hier gemergte Knoten. Das ist jetzt kein schönes Modell. Mir geht es nur ums Prinzip, damit Sie wissen, wie man sowas macht. Grab Y, machen wir es wieder größer. Und Sie können hier natürlich jedes beliebige Netz machen. Ich mache das jetzt noch einmal. Einen Moment, ich mache das jetzt nochmal von vorne. Ich schmeiße Ihnen alles raus, gucke von oben, mache eine, also nicht mitklicke, das ist viel zu schnell, was ich jetzt mache. Mir geht es ums Prinzip, dass Sie wissen, was prinzipiell geht. Sie möchte eine Felge machen. Was ich da ganz gern mache, ich mache mir einen Circle, eher eine Gruppe, wenn ich ehrlich bin. Ja, 32 von mir aus, ist, machen wir 16. Das hier soll der innere Durchmesser geben. Ich dupliziere das Ding mit Shift-D, skaliere es groß. Und dann kann ich doch jetzt hergehen, kann zum Beispiel sagen, das nur zur Orientierung, ich mache eine Plane. Warum mache ich eine Plane? Ich finde das immer ein ganz gutes Ausgangsobjekt für solche Sachen. Und bei dieser Plane mit angeschaltetem Magnet auf Vertices gehe ich jetzt hierher und kann doch das Ding dann da oben hinschnappen lassen. Das Ding daher und das Ding daher. Jetzt habe ich mir hier ein so ein Segment gemacht. Ich gehe her, mache einen Loop Cut rein, da unten hin, nehme diesen und diesen Dinger. Extrudiert, hoppla, nicht rotieren, sondern extrudiert den Dinger, setze dieses Ding vielleicht daher, das da mache ich jetzt so nach Augenmaß, vielleicht dahin, dann tue ich mir nochmal diese zwei Dinger nehmen, mache einen Ring Cut hier rein, dahin, nehme diese zwei Sachen, extrudiert es, grabbe das Teil und setze es daher, grabbe das Ding und setze es dahin. Super hässlich jetzt, ich weiß, mir geht es nur ums Grundprinzip, dass Sie verstehen, wie Sie da auf solche Modelle kommen könnte. Ah, das war jetzt blöd. Ich lasse es einfach so, wie es ist. Den Ring hier, den mache ich raus. Den Ring hier, das war ja nur für mich zum Orientieren. Ich gehe daher, mache ein Empty dazu. Ein Empty Plane Axis hier rein. Ich glaube, das sind jetzt 45 Grad, wenn ich es richtig gesehen habe. Gell? Dann werde ich das gleich erleben. Ich gehe hier beim Modifier für dieses Teil her. Sage, ich hätte das Ganze erstmal gemirrored. Ich möchte, dass das da drüber ist. Das ist jetzt viel zu breite Speicher, so ist es mir nach, dass das jetzt hässlich aussieht. Mir geht es nur ums Prinzip. Ich mache als nächstes Modifier Array, mache aber kein Relative Offset, sondern ich mache einen Object Offset zu diesem Empty hier. Dieses Empty rotiere ich jetzt um die Z-Achse um 45 Grad, nee, 90 Grad wäre es, Entschuldigung, Rotate Z 90. Und zwar nicht nur einmal, sondern das Ganze mache ich, na, was immer denn, das Ganze mache ich dann viermal. Viermal. Und jetzt sieht es ja noch nicht gut aus, gell? Ich mache mal Merge an als allererstes. Guck von oben drauf, gehe in den Edit Mode, nehme den Knoten hier. Ich habe hier jetzt einen Merge angemacht, aber eine bestimmte Distanz. Ich grabbe jetzt den Knoten, bis er irgendwo zusammen snappt oder zusammen gemerged wird. Ich mache den Abstand mal ein bisschen größer. Warte kurz. Ah, und First and Last Copies muss ich natürlich auch noch machen. Sorry, das war mein Fehler. Wenn ich das jetzt grabbe, gucke, Achtung, jetzt sind sie zusammen geschnappt. Also je gröber Sie das hier wählen, desto schneller schnappe diese Dinger hier zusammen. Das hier passt ja sogar schon. Jetzt habe ich hier mal auf die Schnelle so ein Objekt gemacht. Das ist nicht schön. Ich wollte es eigentlich auf der Felge raus, aber ich denke, Sie können erkennen, was ich meine im Prinzip. Sie können jetzt natürlich noch diesen Ring hier nehmen, extrude entlang der Z-Richtung und können dem Ding dann noch eine dritte Dimension geben. Ich denke, den Rest kriege ich dann an der Stelle selber raus. Ich will Ihnen an der Stelle nur zeigen, wie Sie mit diesem Array Modifier auf eine ganz schnelle Art und Weise, jetzt noch mit Subdivision Surfaces versehen, auf eine ganz, ganz schnelle Art und Weise zum Beispiel eine Felge modellieren können oder so, Zierblender oder was auch immer das da jetzt sein sollte. Ja, bitte?
die Frage, ich hoffe, ich habe das richtig aufgefasst. Die Frage ist, wie kann ich Objekte aneinander ausrichten? Wie kann ich beispielsweise, wenn ich jetzt das hier als Bohrung ansehen würde, wie kann ich da jetzt ein Bauteil machen, das exakt diesen Durchmesser hat? Ich probiere jetzt mal ganz kurz daraus was zu bauen. Bleiben wir doch gerade bei dem Modell, was ich jetzt hier gemacht habe. Wie gesagt, ist nicht schön, ich weiß. Sie können. Also die Frage war jetzt, wie kriege ich denn hier ein Objekt hin, das genau der gleiche Durchmesser hat? Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich zeige Ihnen, was ich da ganz gern mache. Jetzt sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt genau das mache, was ich gesagt habe, was Sie bitte nicht machen. Ich applye diese ganzen Dinger jetzt mal. Oh, hoppla, das ist jetzt falsche Reihenfolge. Moment. Eine Sekunde. Sagen wir möchten ein Bauteil mit genau dem Durchmesser haben. Da innen drin. Ich persönlich gehe dann her, selektiere mir diesen Ring, den da, mache dann einfach Shift D. Ich dupliziere mir diesen Ring und Sie kennen es mittlerweile. Mesh, Separate. Wo war es? Da oben. Separate Selection. So, jetzt habe ich zwei Objekte. Diese Plane 01 ist jetzt genau mein Durchmesser, da kann ich jetzt hergehen, kann machen, alles Extrude, Scale, das da, und jetzt mache ich das da in die Z-Richtung. So. Jetzt habe ich ein Bauteil, das passt da ganz genau rein. Das war mal die eine Variante, oder die eine Möglichkeit, sage ich jetzt mal. Die zweite Geschichte ist die, Sie sehen ja den Durchmesser zumindest jetzt mal von diesem Bauteil hier, also ich habe hier die Dimensions, also 1,95 Meter mal 1,95 Meter ist jetzt hier die X- bzw. Y-Richtungsausdehnung. Auch darüber können Sie was entsprechend anpassen. Und zwei Objekte aneinander ausrichte. Ich mache jetzt doch nochmal was Neues. Ich mache jetzt nochmal hier so einen Kubus hin. Sie möchte zum Beispiel, dass diese Ecke da dran kommt. Gehe ich auf diesen Magnet. Ich bin wieder bei dem Menü hier oben, bei diesem Snap, bei dem Magnet. Und jetzt können Sie hier das Ganze entweder an die Inkremente, die Sie hier auf dem Boden schon sehen, ausrichten. Oder was ich jetzt machen würde, Vertex. Und wenn Sie dann einfach das Ding grabben, gehen Sie mit der Maus etwa dahin, machen Sie G und gehen Sie an das Teil hier, dann können Sie das Zeug an der entsprechenden Kante ausrichten, je nachdem, was Sie halt dann haben möchte, wie es aussehen soll. Ganz besonders wichtig finde ich das, wenn man irgendein Objekt hat, beispielsweise das dann wie auf einem Tisch oder sowas dann da ausgerichtet sein soll. Wenn Sie das machen möchte, zum Beispiel soll das hier stehen, dann brauchen Sie nicht das Ganze von Hand hinzusetzen, sondern Sie können das zu einer Face beispielsweise machen. Ich gehe jetzt her, mache G, Z, grabbe in die Z-Richtung und dann macht es irgendwann Klack und jetzt ist es wirklich perfekt da oben ausgerichtet. Also Ausrichte von Objekten aneinander würde ich mit dieser Snap-Funktion machen. Und wenn es darum geht, irgendwelche Durchmesser, irgendwelche Geometrie perfekt zu treffen, dann würde ich ehrlicherweise in das Netz des jeweiligen Objekts gehen, würde einfach den Teil des Netzes rausduplizieren und über Separate in ein neues Objekt reinpacken. Habe ich damit die Frage getroffen? Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das war zu 100% das, was ich wollte. Perfekt. Ich war mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ich merke jetzt gerade, dass ich viel länger über diese ganze Sache erzähle, als ich eigentlich wollte. Also das heißt, als ich wollte, als ich gedacht habe. Ich muss aber zugeben, dass ich hoffentlich suggeriere, dass es ganz wichtig ist, dass Sie sich schon mit so ganz banalen Dingen wie Selektionswerkzeuge beschäftigen, weil Sie da wahnsinnig viel Zeit sparen können, weil das so wahnsinnig mächtig ist in Blender. Deswegen habe ich mir dafür jetzt die Zeit genommen. Ich habe Ihnen jetzt, ich muss mal kurz meine Liste durchgucken, aber glaube ich ja schon ganz, ganz viel gezeigt. Ursprung eines Körpers, Rotation im Ursprung, jawohl, das habe ich, Array Modifier habe ich. Ah, noch zwei Sachen, die gehen aber wirklich ganz schnell. Es ist manchmal ja so, also wirklich zwei ganz, ganz schnelle Sachen, die Ihnen aber auch wieder das Leben leichter machen. Es ist manchmal so, wenn man einen Outliner hat, der groß wird. Ich mache jetzt vielleicht mal mein Akkuschrauber wieder auf. Dieser Akkuschrauber, Sie erinnern sich, den habe ich Ihnen, glaube ich, gleich beim allerersten Mal gezeigt. Diesen Akkuschrauber, der besteht jetzt aus einigen Objekten da drüber. Sehen Sie den Outliner? Ich bin manchmal konsequent mit dem Benamen und manchmal dann irgendwie doch nicht. Es gibt ganz oft bei mir, wenn es größere Szenen sind, das Problem, oh je, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das Objekt benannt habe. Ich finde es einfach nicht mehr. Das ist aber gar kein Problem. Blender hilft Ihnen dabei. Wenn Sie beispielsweise irgendwas von diesem Akkuschrauber jetzt anselektieren und Sie möchten wissen, wo ist denn das da drüber? Kein Problem, ich selektiere jetzt mal irgendwas an. Machen wir beispielsweise diesen Ring hier. Oh, ich muss hier die Sache einblenden. Ich möchte diesen Ring hier selektiert haben. Und jetzt suche ich den da drüber im Outliner. Dann können Sie das machen, indem Sie auf dem Numpad, also Entschuldigung für alle, die jetzt keins haben, es gibt es garantiert hier oben irgendwo, ich weiß aber nicht wo, weil ich es immer mit dem Numpad mache. Es gibt auf dem Numpad die Funktion, ich mache die Screencast Keys an, es gibt auf dem Numpad die Funktion Komma, oder dieses Komma. Einfach hier in der Outliner mit der Maus gehen, nichts anklicken, ich habe das Teil selektiert, im Outliner einfach jetzt hier drin irgendwo Komma drücke und dann finden Sie, der Drehmoment Ring, alles klar, da ist er. Umgekehrt, wenn Sie zum Beispiel sagen, Deckel hinten, was war denn bitte das? Also erstens selektiert es Ihnen hier. Wenn Sie das hier anselektieren und Sie finden es hier nicht gleich, weil Sie zum Beispiel gerade, was weiß ich, in der Ansicht da sind, Deckel hinter anselektiert, hierher gehe,
mit der Maus einfach in diesen 3D-Viewport gehe und dann das Komma drücke, dann fliegt er Ihnen nämlich dahin und Sie sehen, ah ja, genau, das hier war der Deckel. Alles klar. Und das ist übrigens auch ein ganz fantastisches Instrument, wenn Sie modellieren. Ich mache nochmal ein neues Objekt auf. Wenn man ein Objekt modelliert, das größer wird, dann ist es manchmal so, ich grabbe das mal ganz weit nach Z und Sie möchte jetzt da irgendwas verändern. Ah, Mist, das Ding dreht sich irgendwie immer um den falschen Punkt. Sehen Sie das? Ich möchte zum Beispiel an dem Knoten was ändern. Jetzt drehe ich das. Ah je, das wird die Hölle werden. Nein, wird es nicht, wenn Sie wissen, dass Sie mit diesem Komma jeweils das Element zentrieren können, um das es geht. Ich gehe in den Edit Mode, ich möchte den Knoten editieren. Jetzt dreht sich das um irgendeinen anderen Pivot Point, um irgendeinen anderen Drehpunkt. Sie wissen jetzt aber, anselektieren, Komma auf dem Numpad, jetzt ist das hier der neue Drehmittelpunkt. Das ist so wahnsinnig hilfreich. Es ist ganz banal, aber so wahnsinnig hilfreich, dass ich Ihnen das unbedingt mitgeben möchte. Den Punkt hier möchte Sie irgendwie was im Detail modellieren. Einfach das Komma auf dem Numpad drücke und Sie haben das Ding hier als neuen Rotationspunkt von Ihrer Ansicht. Und jetzt noch eine Sache. So, gehen wir davon aus, Sie arbeiten mit Baugruppen. Gehen wir davon aus, Sie haben zum Beispiel hier ein Bauteil und hier eins und hier eins und hier eins. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel diese drei Dinger da zusammen gehören. Wenn Sie eins davon verschieben, dann möchte Sie, dass alle verschoben werden. Dann können Sie natürlich alle anselektieren und dann grabben und hin und her verschieben. Völlig in Ordnung. Sie kennen mittlerweile die Funktion Ctrl-J fürs Joinen, dann ist das alles ein Objekt geworden. Und manchmal ist das aber alles trotzdem nicht das, was man möchte. Sie kennen doch bestimmt aus... Oh ja, danke. Sorry. Ich wurde gerade daran erinnert, dass ich wieder vergessen habe, die Screencast-Keys anzumachen. Danke für den Hinweis. Ich habe jetzt einfach... Gehen wir wieder auf den Ausgangspunkt. Ich habe ein Objekt genommen, habe das dupliziert. Ich habe es jetzt einfach mit Shift-D ein paar Mal hier hin und her geschoben. Gehen wir davon aus, das hier wäre Ihr Modell. Da haben Sie Ihre Vase, die soll toll auf dem Tisch stehen. Und da ist jetzt irgendwie, das sind, was weiß ich nicht, das sind jetzt 5 Grashalme oder sowas. Sachen, die zusammen modifiziert werden sollen, größer, kleiner gemacht werden sollen, Sachen, die zusammen bewegt werden sollen. Das können Sie machen. Die eine Variante, die Sie machen können, ist, Sie selektieren alles von Hand an und grabben das und schieben es rum. Okay, Variante 1. Die zweite Variante, die Sie kennen, ist das, Sie wissen M, Move to Collection. Sie können eine neue Collection machen, die nenne ich jetzt mal Test. Dann haben Sie hier rechts ein neues Kistchen gekriegt, bei dem Sie, wie Sie sehen hier, alles ein- und ausblenden können. Und Sie können auch mit Rechtsklick auf die Collection Select Objects machen, aber dann alle. Dann können Sie alle grabben, ohne dass Sie groß Aufwand haben. Was manchmal aber trotzdem ganz geschickt ist, ich mache das mal wieder rückgängig, Sie können auch diese Objekte anselektieren, einmal, und mache jetzt nicht Ctrl-J, das was ich gezeigt habe, um sie zu joinen, dann ist das ja alles ein Netz, das will ich gar nicht immer, sondern es gibt auch noch die Möglichkeit über Parent-Child ein Elternteil festzulegen und alle andere gehen dann mit. Also kurzum, jetzt machen wir das einfach mal so, ich sage jetzt mal, ich hätte diese Dinger hier gerne, das, na, ach, jetzt habe ich sie alle gejoint, Verzeihung, ich muss sie da rückgängig machen. So, jetzt habe ich wieder einzelne Objekte. Gucken Sie mal, ich selektiere die jetzt mal nacheinander mit Shift an. Und es wird Ihnen dabei vielleicht auffallen, dass die orangefarbenen Ränder unterschiedlich orange sind. Hier habe ich eher dunkles Orange und immer das letzte Objekt ist dieses hellere Orange. Dieses letzte Objekt, das Sie gerade selektiert haben, wenn Sie jetzt entweder Steuerung P machen, Steuerung P, Set Parent to Object, mache ich jetzt einfach mal, dann wird dieses Teil hier, dieser Kubus hier, wird dann sozusagen die Chefin, die sagt dann nachher, wo geht es denn lang? Oder Sie machen es über Object und dann Parent. Und jetzt können Sie hier dann die gleiche Funktion finden, die ich hier verwende. Ich mache sie immer über dieses Steuerung P, Set Parent to Object. Und jetzt passiert Folgendes. Sie sehen hier, vielleicht sieht man es in dem Bildschirm nicht so gut bei Ihnen, aber Sie sehen, wenn Sie es bei sich machen, so schwarze gestrichelte Linie, die zeigt, hier dieses Teil ist das Elternteil. Wenn ich jetzt hier grabbe, dann greife ich mit dem einen Objekt alle mit. Wenn ich dieses Ding größer, kleiner mache, dann gehe da alle mit. Wenn ich das Teil rotiere, gehen alle mit. Sie können aber immer noch unabhängig davon die Kinder bewegen. Also kurzum, das wäre die Variante, wie ich mit Baugruppe arbeiten würde. Wenn Sie beispielsweise zwei Bleche verschrauben, dann würde ich da wahrscheinlich eines der Bleche zum Elternteil machen und würde dann den Rest, die Schraube und das andere Blech davon jeweils mitnehmen lassen. Das ist diese Parent-Child-Beziehung. Und wenn Sie es aufheben möchte, wie gesagt, Sie finden hier das Menü Parent und dann können Sie hier das Ganze zum Beispiel wieder clearen. Also clear heißt in dem Fall, dann lösen wir diese Eltern-Kind-Beziehung wieder auf. Im Outliner finden Sie das Ganze jetzt nämlich hier, gucken Sie mal, als Elternobjekt oben dran und die anderen Objekte sind unten dran. Und der Chef, die Chefin, das Hauptobjekt, das Elternobjekt wird immer das Objekt, was Sie mit diesem hell umrandeten orangefarbenen Ding hier haben. Ja, was natürlich immer geht, ist das, dass ich ins Elternteil reingehe und das dann für sich skalieren. Das geht natürlich immer, ja. War das die Frage?
Einfach in der Edit Mode. Die Frage war, kann ich denn jetzt das Elternteil unabhängig von der Kinderbearbeitung? Ja, klar, im Edit Mode können Sie alles größer, kleiner skalieren. Sie können das um irgendwelche Achse skalieren, rotieren. Wenn Sie es jetzt grabbisch, das ist trotzdem immer noch alles ein zusammenhängender Eltern-Kind, ein Konglomerat an Bauteile. Ja. War das die Frage? Okay, perfekt. Dann habe ich jetzt tatsächlich Folgendes gemacht. Ich habe Ihnen auch ganz, ganz viele hoffentlich hilfreiche Tipps mitgegeben, wie Sie effizient in Blender Sache selektieren, wie Sie Modifier anwenden. Und ich weiß, dass ich doch bitte noch zeige, wie man so einen flexiblen Körper macht. Ein Armband beispielsweise für die Smartwatch. Ich habe das nicht vergessen. Das können wir jetzt noch machen. Ich werde es jetzt aber nicht, ganz bewusst nicht an einem Armband machen. Ich zeige Ihnen aber vielleicht, auf was ich raus will. Gemacht habe ich es nämlich tatsächlich schon. Ich glaube, das hier war es. Mal gucken. Dieses Armband, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das letzte Mal schon gezeigt habe, dieses Armband hier, was ich da gemacht habe, ist nicht das Modell in diese Richtung hier zu biegen. Ich mache es vielleicht mal separat. Ich habe das nicht in diese Richtung gebogen, sondern ich habe das Ganze über einen Modifier gemacht. Und zwar nennt sich dieser Modifier Curve Modifier. Da das hier ja Ihre Prüfungsleistung sein wird, so Smartwatch zu modellieren und das jetzt mit dem Armband dann vielleicht ein bisschen arg trivial wäre, wenn ich Ihnen das alles vorklicke, mache ich einfach Folgendes. Ich mache was anderes. Ich mache ein Stahlseil. Ein Stahlseil, das dann nachher entlang einer Kurve sich deformieren soll. Okay. Was mache ich für ein Stahlseil? Ich habe ein neues Objekt hier, Modell hier aufgemacht. Mache die Screencast Keys jetzt diesmal wirklich wieder an. Die Kamera kann ich rauslöschen, die brauche ich nicht. Auch das Licht brauche ich jetzt nicht, ich mache es mir aufs Nötigste. Shift A, ich möchte einen Zylinder haben. Mesh, Zylinder. Wo ist er denn? Da. Diesen Zylinder möchte ich jetzt erstmal drehen um die, ne, Rotate Z, nee, um die X-Achse, 90 Grad. Ja, dann haben wir die Achse 90 Grad, so etwa. Ich gehe in der Edit Mode, ich skaliere mir das Ding jetzt mal ein bisschen in die X-Richtung länger. Das soll ja ein Seil werden, also relativ, ne, große Ausdehnung. Sagen wir mal so. Vielleicht steht es da noch ein bisschen vom Durchmesser her zu groß. Können wir nachher anpassen, oder? Ja gut, ich mache es jetzt gleich. Ich möchte nicht entlang der Scale Shift Y, nee, Shift Z, sorry. Eieiei, Shift X, jetzt habe ich es. Machen wir es dünn. So, ich habe hier einen dünnen Zylinder, eine Litze, ein Teil eines Stahlseils. Ich mache Shift A, ich mache noch eine Sache dazu. Ich mache eine Kurve dazu, Curve, hier bin ich. Ich bin nicht bei Mesh, sondern bei Curve jetzt. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich wähle jetzt einfach mal an der Stelle Path. Sie werden gleich sehen, was das ist. Einen Path. Ich gehe in der Edit Mode. Dieser Path besteht hier einfach aus 1, 2, 3, 4, 5 Knoten oder so viel, wie Sie halt dann da, wenn Sie es erstelle, einstelle. Ich lasse das jetzt mal so. Skaliert ist jetzt aber erstmal groß, ein bisschen länger als als dieses Seil, das ich nachher machen möchte. Dieser Path guckt jetzt hier raus. Ich denke, Sie sehen das ganze Ding hier. Jetzt möchte ich, dass dieses Ding diesem Path hier folgt. Was ist denn der Path? Ich gehe mal in der Edit Mode, greife mir einen der Knoten, grabbe das Ding in Z. Aha, Sie sehen, der hat hier über so ein paar Stützpunkte definiert der eine Kurve, einen Pfad. Den können Sie beliebig modifizieren. Machen wir den hier mal noch vielleicht in diese Richtung und das da in die Richtung. Sie sehen jetzt hier, wenn ich das mal separiere, ich habe jetzt hier so im Raum liegende 3D-Kurve mit diesem Path definiert. Das hier möchte ich später haben, dass da mein Seil entlang geht. Okay, wenn wir das hier möchten, was muss ich dann tun? Naja, das Erste, was ich vielleicht vor Auge führen sollte, ist das, dieses Netz wird ja nachher verbogen oder wird verformt. Wenn das verformt wird, es gibt ja jetzt im Moment nur eine sehr begrenzte Anzahl an Stützpunkten. Je weniger Stützpunkte Sie haben, desto eckiger wird es sich nachher an den Pfad anpassen. Aber das dürfte, glaube ich, kein Problem für Sie sein. Sie kennen das mittlerweile. Ich mache Steuerung R, mache hier diesen Loop-Cut rein. Und zwar mache ich damit Mausrad nach oben rollen, einfach ziemlich viele rein. Ich mache das jetzt einfach mal irgendwie, sagen wir mal, ja, was weiß ich, so von mir aus, das reicht ja. Ich habe jetzt lauter Loop-Cuts hier reingemacht. Okay, jetzt soll das Ding dem Pfad hier folgen. Was mache ich jetzt? Ich selektiere mein Seil oder mein im Object Mode an, gehe auf die Modifier und adde einen Modifier bei Deform, der sich Curve nennt. Dieser Curve Modifier ist jetzt noch rot, also sprich funktioniert jetzt noch nicht, weil ich nämlich noch ein Curve Object verwenden muss. Das dürfte jetzt naheliegend sein. Ich nehme die Pipette und selektiere einfach diesen NURBS Path, also diesen Pfad, den ich gerade gemacht habe. Und jetzt passiert Folgendes, gucken Sie mal, ich kann dieses Ding hier, dieses Teil grabben und kann das entlang der X-Richtung verschieben und Sie sehen, das folgt jetzt tatsächlich meinem Pfad. Vielleicht machen wir das Ding jetzt noch ein bisschen
konkret, nicht konkreter, noch ein bisschen heftiger, damit Sie besser sehen, aha, das Ding folgt jetzt wirklich meinem Pfad. Ich habe das jetzt dreidimensional hier so ein Seil verformt. Und mit diesem Modifier können Sie ganz wildes Zeug treiben. Zum Beispiel können Sie ein flaches Urarmband modellieren, können dieses flache Urarmband nachher einfach entlang von so einer Kurve um Ihren Arm drumherum legen. Das will ich Ihnen jetzt, wie gesagt, nicht vormachen, aber was ich Ihnen zeigen kann, wie schnell, dass man, wenn man diese ganze Funktionalität, die ich jetzt bisher gezeigt habe, wenn man die miteinander kombiniert, wie schnell man beispielsweise ein verdrilltes Seil machen kann. Machen wir es einfach mal ganz kurz. Ich gehe in den Edit Mode zurück. Der Edit Mode führt mich jetzt wieder dahin, dass ich mein Seil sehe. Ich gucke auf dieses Seil jetzt mal von vorne drauf, dass ich bloß den Kreis sehe. Ich selektiere alles an, mache Shift-D, ich dupliziere das, ich mache das jetzt nur freihand, das wird jetzt nicht schön werden. Da geht es nur ums Grundprinzip, ich skaliere das jetzt mal ein bisschen kleiner. Normalerweise habe ich es in so einem Seil, wenn ich es richtig weiß, ja, glaube ich, so ein Kern sozusagen. Und dann sind da lauter Dinger außenrum. Ich mache diese einfach mal über Shift-D die ganze Zeit ein paar dazu. Ich muss es nicht perfekt angeordnet sein, mir geht es nur ums Grundprinzip. Ich mache jetzt so ein paar, ich glaube, Blitzen heißen die Dinger. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Aber solche Drähte außenrum halt. Das hat hier sogar halbwegs gepasst. Ist nicht perfekt, aber Sie sehen, was ich will. Jetzt habe ich ein Seil gemacht, das sieht schon so aus. Oh, das ist jetzt aber noch alles verschoben, sehe ich gerade. Na gut, Sie kennen ja mittlerweile, wie ich das mit dem Selektieren mache. Ich selektiere das, 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 das. Jeweils einen Knoten an. Na, wo bin ich? Da und da, mache Steuerung L für linked. Jetzt habe ich alle. Ne, denn dann noch nicht. Steuerung L geht ganz schnell. Ich gucke von oben drauf, mache Skaliere entlang der X-Richtung und skaliere mir das jetzt halt so groß, dass es wieder mit dem anderen Ding zusammenpasst. Über die Snap-Funktion könnte ich das jetzt auch perfekt machen. Geht mir jetzt gar nicht darum. Jetzt habe ich aber, wie Sie hier erkennen können, ein Seil erzeugt, das tatsächlich schon ein bisschen komplexer aussieht. Gucken Sie mal, alles das folgt diesem Teil. Warum sieht es denn immer noch nicht glaubwürdig aus? Ja, weil ein normales Seil noch so verdrillt ist. Gut, wie kriegen wir das Verdrillte hin? Ich gucke wieder von, jetzt in dem Falle von Front, von dieser Ansicht hier. Was mache ich denn jetzt? Ich gehe auf den X-Ray-Modus, selektiere nur diese Dinger hier vorne an. Ich scroll mal raus, ich habe jetzt das hier anselektiert. Gucken Sie mal. Diesen Teil hier. Und den kann ich doch jetzt mit rotieren um die X-Achse bei mir, Entschuldigung, kann ich das Ding doch jetzt drehen, oder? Sie sehen ja schon, was passiert. Ja, so irgendwie kommt es schon dahin. Ja, blöd ist jetzt halt, eigentlich müsste ja noch das dahinter mitgenommen werden und das dahinter auch noch einmal, nur ein bisschen weniger immer. Sie wissen, wie das Spiel jetzt läuft. Hier oben gibt es Proportional Editing. Es gibt verschiedene Funktionen. Bei so einem verdrillten Seil wird es wahrscheinlich eher was Lineares sein. Ich scrolle ein bisschen raus, sagen wir mal daher. Rotate X, jetzt drehe ich das Ding. Aber der Kreis ist noch zu klein. Sie wissen, ich kann den Kreis größer ziehen. Jetzt muss ich gerade gucken, wie groß das er werden soll. Soll jetzt das ganze Seil betroffen sein? Rotate X. Man so groß. Okay. Und jetzt kann ich dieses ganze Seil hier einfach verdrillen. Ich zeige Ihnen das vielleicht, indem ich doch näher dran zoome. Dürfte es schneller klar werden, was ich gerade mache. Rotate X. Und jetzt verdrille ich dieses Seil. Gucken Sie mal. Und zwar so arg oder so wenig, wie ich es halt will. Keine Ahnung. Ich sage jetzt mal, ja, was weiß ich, von mir so viel. Ich gehe aus dem X-Ray-Modus raus, dann sehen Sie besser, was passiert ist. Jetzt habe ich dieses Seil verdrillt. Bis dahinter hin. Gehe wieder raus aus dem Edit Mode, gucke mir das Seil hier drin an und sehe, ah ja, ich mache noch Shade Smooth dazu. Jetzt habe ich ein verdrilltes Seil, das sich problemlos über diesen NURBS Path, also über diesen Pfad, dann entsprechend verändern kann. So können Sie problemlos irgendwelche auch komplexe Bauteile, die Sie auf ganz einfache Art und Weise geformt haben, wie Sie jetzt gerade hier sehen, können Sie auch ganz komplexe Bauteile entlang von irgendeinem Pfad ziehen. Habe ich damit, die Frage kam ja vorhin von Ihnen, habe ich damit die Frage beantwortet, wie Sie beispielsweise ein Urarmband verformen können? Es geht so. Okay, pass auf, ich mache nochmal von vorne. Wenn es nur geht, dann mache ich noch einmal ein anderes Beispiel. Jetzt ein bisschen konkreter auf das Armband bezogen. Wie wird denn Ihr Armband nachher aussehen? Naja, gut. Scale entlang der Z-Richtung. Ich werde doch wahrscheinlich ein Armband haben, das eher flach ist. Machen wir es mal ein bisschen flacher. Sie werden ein Armband haben, das wahrscheinlich in einer Richtung ein bisschen mehr ausgedehnt ist. So irgendwie, oder? Sie werden da wahrscheinlich mehrere solche Ringe drin haben, also solche Loop Cuts meine ich an der Stelle. Sie werden wahrscheinlich auch noch da Loop Cuts drin haben, denn Sie werden ja mit Sicherheit, ich mache vielleicht die obere Fläche mal weg, sorry, so blöd, das weiß ich nicht so blöd, sorry, ich mache es mit einer Plane, sorry, ich fange besser mit einer Plane an. Dieses Ding hier werde Sie entlang der X-Richtung wahrscheinlich ein bisschen länger ziehen. Sie werden wahrscheinlich da drin mehrere Loop Cuts haben. Na, wo sind sie? Da.
damit sich das Ganze gescheit deformieren lässt. Sie werde wahrscheinlich auch in der Richtung zwei Loop Cuts reinmachen, damit sie nachher da ihre, na, wo fängt das nochmal an, keine Ahnung, damit sie da aber beispielsweise ihre, dass ich einen Stecker reinmachen können, damit sie es befestigen können. Ich lösche jetzt mal die Faces raus. Dann würde ich persönlich hergehen, würde an der Stelle, weil es da wahrscheinlich eher dünner, also so ein bisschen schmaler zuläuft. Ich hoffe, Sie verstehen, was ich meine. Mit dem Modus hier würde ich jetzt das Ding hier kleiner skalieren. So irgendwie. Ich denke mal, dass es eher so aussehen wird, so Uhrarmband. Ist jetzt geschätzt, keine Ahnung. Dann machen wir dem Ding noch eine dritte Dimension. Nicht Grab, sondern Extrude in die Z-Richtung. Wenn Sie das Ding jetzt hier gemacht haben, Sie können ja noch weitere Details dazufügen. Dann können Sie eine Kurve dazu machen, einen Path. Diesen Path gucke ich mir von der Seite an, editiere den. Was hätte ich denn da gerne? Halt, ohne den Modus. Was hätte ich denn gern? Ich würde doch gern einen Pfad haben, der irgendwie so um den Arm rum passt halt. Keine Ahnung, das mache ich jetzt einfach mal auf die Schnelle, Pi mal Daumen. So irgendwie wird es ja wahrscheinlich aussehen, oder? Keine Ahnung, suche sich ein Bild von einem Arm. Also da, das soll jetzt hier der Arm sein, in Anführungszeichen, da sehen Sie es jetzt so besser. Was mache ich jetzt? Ich nehme das Ding, mache einen Modifier oben drüber, einen Curve Modifier, wähle als Curve Object dieses Ding hier aus und jetzt müssen Sie halt dann damit rumspielen. Ne? Jetzt müssen Sie damit rumspielen, wie groß oder wie klein sollte das Ding dann danach aussehen. Aber ich glaube und hoffe, dass ich damit jetzt klar gemacht habe, nee, das ist jetzt nicht so weltbewegend schwierig, wie Sie sich das vielleicht gerade vorstellen. Curve Modifier ist das, was ich verwenden würde. Basis wäre ein Netz, das zum Beispiel so in etwa aussieht. Habe ich es jetzt beantwortet? Okay, ja. Das ist hier einfach ein Netz, Sie haben es ja vorhin gesehen, ein Netz, das sieht halt bei mir so aus. Nichts wahnsinnig Komplexes. Ist es auch nicht besonders schön, dieses Netz, was ich da gemacht habe. Mir ging es nur darum, das mal schnell auszuprobieren. Was ich dann aber gemacht habe, ich habe hier, wie Sie erkennen können, einen Curve Modifier drauf gemacht. Aber das Hook kann ich rausmachen. Ich habe hier einen Curve Modifier drauf gemacht. Und diese Kurve, wie gesagt, da, das ist einfach ein Pfad. Diesen Pfad finden Sie hier. Ja, wo ist er denn jetzt? Achso, ich bin im Local Mode, sorry. Diesen Pfad sehe ich hier. Das ist das Ding, was ich da habe. Und ich könnte das jetzt natürlich beliebig ändern. Ich kann das jetzt in irgendwelche Richtungen verändern. Zum Beispiel kann ich das da entlang der Y-Richtung hin und her verziehen. Das macht jetzt an der Stelle keinen Sinn, aber damit könnte sie das Ding dann so hinziehen, wie es bei Ihnen passt. Frage beantwortet soweit? Okay, perfekt. Sehr schön, das freut mich. Ja, her damit. Bei dem... Warte, ich mache den Akkuschrauber auf, damit wir gleich darüber diskutieren können. Bei dem Ding habe ich eine Frage, ja? Von was sprechen Sie jetzt? Von dem Logo hier oben oder von was haben Sie es gerade? Okay, mir fällt gerade noch was ein, was ich Ihnen zeigen könnte. Das mit der Tasse wird ja jetzt heute eh nichts mehr von der Zeit her. Ich habe eine Sache vergessen, die habe ich aber das letzte Mal schon ja, im Nachgang gezeigt, nach der Vorlesung. Das sollte ich vielleicht noch alle zeigen. Sorry, das ist vielleicht ganz gut. Danke für den Hinweis. Sie bringen mich da gerade auf was vielleicht gar nicht schlecht zu wissen ist noch. Ich mache das jetzt nicht anhand von irgendeinem Schriftzug. Also Text hinzufüge vielleicht, das was gerade eben gefragt wurde, geht hier ganz einfach. Shift A im Object Mode, also da Object Mode, Shift A, dann können Sie hier einen Text, wo ist er denn, einen Text hinzufüge. Dieser Text sieht jetzt erstmal so aus, wie er da halt aussieht. Editieren können Sie den, indem Sie wie gewohnt mit Tab in der Edit Mode gehen und dann können Sie da hier einfach was eintippen. Ganz einfach. Wenn Sie die Schriftart ändern möchten, Sie finden hier rechts diesen Buchstabe und in diesem Buchstabe, den finden Sie jetzt dann alles, was Sie da eventuell einstellen möchte. Beispielsweise können Sie die Font einstellen. Also sprich, Sie können hier auf den Ordner gehen und können dann hier alle Schriftarten, die Sie bei sich installiert haben, einfach auswählen. Sie sehen, das lädt dann bei mir eine ganze Weile. Wenn Sie da jetzt irgendeine Serifenschrift auswählen wollen, wenn Sie da Times New Roman oder sonst was haben möchte, oder da, was weiß ich, Arial von mir, ist ja gerade egal, können Sie einfach hier auswählen. Dann ändert sich hier die Schriftart. Das kriegen Sie raus. Sie können diesen Text selbstverständlich auch mit einem weiteren Modifier, wie zum Beispiel dem Solidify, versehen. Alles das, was man bisher gemacht habe, können Sie selbstverständlich auch mit Texten machen. Die Frage war jetzt, und so bin ich jetzt drauf gekommen, wie kann ich denn sowas in ein anderes Objekt reingravieren oder rausgucken lassen beispielsweise. Rausgucken lassen dürfte jetzt, glaube ich, kein Problem sein. Ich mache nochmal den Kubus her. Ja, wenn ich jetzt den Kubus nehme, grabbe den daher, skaliere den ein bisschen größer und grabbe den nach unten. Naja, jetzt guckt der Text da oben raus. Also wenn es nach außen gehen soll, ist das prinzipiell für sich genommen kein Problem. Es sind jetzt noch zwei Objekte. Könnten wir ja gucken, wie man das Ganze dann entsprechend noch zu einem zusammen macht. Da habe ich Ihnen eine Sache mitgegeben. Eine Sache habe ich aber noch nicht gemacht und die will ich Ihnen jetzt zeigen. Denn das ist tatsächlich gut zu wissen. Ja, was gibt's? Nein, gerne, frage Sie.
Die Frage passt perfekt. Wegen diesem, muss ich es verbinden? Sollte ich es verbinden? Kann ich es verbinden? Jetzt kommt die Antwort, wie das ganz einfach geht. Also ich glaube, ich beantworte das jetzt generell. Trotzdem vielen Dank für die Zwischenfrage. Genau das, was ich jetzt zeigen möchte, passt also perfekt. Ich mache es jetzt aber umgekehrt. Ich mag es nicht rausgucken lassen, sondern ich mag beispielsweise was reingucken lassen. Ich glaube, das war die Frage, die ich das letzte Mal beantwortet habe im Nachgang an die Vorlesung. Ich mache das jetzt aber nicht mit komplexen Objekten. Ich mache jetzt einfach Folgendes. Ich schmeiße wieder meinen Standard-Kubus rein, meinen Default-Cube. Ich mache vielleicht, was hätte sie gern? Ja, machen wir halt noch einen Kubus. Oder da machen wir mal UV-Sphere, haben wir vorhin gehabt. Diese UV-Sphere soll jetzt beispielsweise da rausgeschnitten werden. Machen wir sie kleiner, schiebe sie daher. Das möchte ich jetzt von dem abziehen. Geht ganz problemlos. Ich persönlich tendiere dazu, dafür so ein kleines Add-on zu verwenden, zeige ich Ihnen gleich. Das Add-on macht aber nichts anderes als Folgendes. Sie nehmen dieses Objekt und dieses Objekt, also dieses Objekt meine ich, nehmen einen Modifier und dieser Modifier nennt sich in dem Fall Boolean. Sie machen boolesche Operationen, indem Sie den Boolean-Operator nehmen, wie der Name schon sagt. Wenn Sie den Boolean-Operator nehmen, finden Sie hier schon Intersect. Dann macht er nur die Schnittmenge zwischen den beiden Körpern, die ich jetzt gleich dann auswähle. Union heißt, ich vereinige diese beiden Sachen. Zum Beispiel dort den Schriftzug, von dem ich es eben gerade gehabt habe, der dann mit einem anderen Objekt verheiratet wird. Oder aber die Difference. Ich möchte jetzt eine Difference machen. Wenn ich jetzt also hergehe und sage Difference, welches Objekt möchte ich abziehen? Das da. Deswegen gehe ich mit der Pipette drauf. Dann sage sie mir jetzt wahrscheinlich, das hat nicht geklappt. Ja, doch, es hat schon geklappt. Der Clou dabei ist der, dieses Objekt gibt es jetzt ja immer noch. Wenn Sie das ausblenden, sehen Sie, ah doch, das hat geklappt. Blöd ist nur das, dass dieses Objekt hier noch drin ist. Deswegen würde ich normalerweise hergehen, würde dieses Objekt, das habe ich Ihnen auch noch nicht gezeigt, dieses Objekt gar nicht mehr in dem Modus anzeigen lassen, sondern ich würde auf die Object Properties gehen und würde dann bei der Viewport Display weggehen von Display as Textured, sondern ich würde hergehen, würde beispielsweise das Ding als Wireframe bloß noch anzeigen lassen oder aber als Bounce. Dann sehe ich, ah ja, da ist das Objekt, das ich weggemacht habe oder das ich abgezogen habe. Sie können das auch immer noch selektieren, können das durch die Gegend schieben. Deswegen finde ich diesen Modus ganz praktisch. Sie sehen ja jetzt, was dann passiert. Sie können da jetzt beliebige Objekte von irgendwas anderem abziehen. Das ist dieser Boolean-Modifier. Dafür gibt es aber ein Werkzeug, das aus meiner Sicht ganz hervorragend ist, um das noch ein bisschen zu beschleunigen, dieses Prozedere. Ich mache jetzt hier noch einmal, machen wir einen Cube, machen wir kleiner, machen wir danach dahin. Wenn Sie diesen Cube und diesen Cube jetzt voneinander abziehen möchte, ja, die Kamera mache ich weg. Wenn Sie die voneinander abziehen möchte, dann machen Sie einfach Folgendes. Sie gehen bei Edit auf die Preferences. Dann bei den Add-ons. Sie wissen ja, wir haben schon beispielsweise diesen Node Wrangler verwendet, weil uns das ziemlich viel geholfen hat bei den Shader beispielsweise. Mit Steuerung T konnte man da ganz schnell diese Texture Coordinate und so weiter reinmachen. Jetzt gibt es noch ein Add-on, das nennt sich Bool Tool. Bool, Bool Tool. Sie sehen, ich habe das schon angehakt. Wenn Sie es nicht angehakt haben, machen Sie es einfach an. Finde ich ganz, ganz hervorragend. Das macht genau das, was ich eben von Hand gemacht habe, aber halt mit einem Tastenkürzel. Das Bool Tool würde ich immer aktiviert haben an Ihrer Stelle. Und jetzt können Sie einfach hergehen und sagen, ich möchte diesen Körper, den habe ich zuerst anselektiert, den ich abziehen möchte. Diesen Körper möchte ich abziehen von, mit gedrückter Shift-Taste, diesem Körper. Diesen Körper von diesem Körper abziehe. Die Reihenfolge ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Ich würde es ehrlicherweise intuitiv andersrum erwarten. Ich möchte von dem Körper den abziehen, aber nee. Diesen Körper möchte ich von dem abziehen. Das ist die Reihenfolge. Und jetzt können Sie einfach, sorry, den habe ich noch drin, jetzt können Sie einfach Steuerung Minus drücken. Und Sie haben genau das, was ich gerade eben gemacht habe, was ich händisch gemacht habe, aber Sie jetzt über diese Tastenkürzelsteuerung Minus gemacht. Sie sehen hier, Sie haben einen Boolean-Operator reingekriegt, einen Boolean-Modifier meine ich. Diesen Boolean-Modifier, der hat auch gleich dafür gesorgt, diese Steuerung Minus. Dieses Bool-Tool hat Ihnen auch gleich dieses Ding in den Wireframe-Modus versetzt. Wenn Sie das Ding wieder sehen möchten, Sie kennen es jetzt ja mittlerweile, anselektieren, Object Properties, Viewport Display und dann hier unten nicht auf Bounce, sondern beispielsweise auf Wireframe. Das ist jetzt natürlich Quatsch, beim Cube sieht es genauso aus. Aber Sie können es ja wieder auf Solid oder sowas stellen. Lassen Sie es auf Bounce. Ob das ohne das Minus vom Numpad geht, ist die Frage gerade. Ich kann es Ihnen nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich habe halt bei mir so einen Ziffernblock. Also zur Not, vielleicht das nochmal vorweg, zur Not können Sie wirklich einfach hergehen und können das Ganze von Hand machen. Also ich mache es vielleicht auch einmal vor. Ich mache Ihnen zwei Cubes. Einen Cube machen wir da, was weiß ich, machen wir Ecosphere von mir aus, machen wir noch was anderes. Skalieren das Ganze klein, schiebe das Stück rein. Das Teil anselektieren. Add Modifier. Boolean Modifier. Difference stimmt. Ich möchte mit der Pipette das hier abziehen. Und weil sich jetzt noch nichts getan hat, gehe ich jetzt noch bei dem Objekt her und tue es entweder ausblenden, das können Sie hier machen, oder über das Tastenkürzel H für Hide.
Oder nächste Variante, ich selektiere es an, gehe hier auf die Object Properties und tue im Viewport Display das Ding von Textured auf die Bounce umstelle. Das ist das, was dieses Bool-Tool macht. Also Sie können das auch von Hand im Endeffekt machen oder mit, von Hand selber sich zusammenbauen, das, was das Bool-Tool macht. Es ist halt dann ein bisschen mehr Arbeit. Aber was es macht, glaube ich, hoffe ich, dass Sie das hier sehen können. Und das geht natürlich nicht nur mit Difference, sondern Sie können jetzt hier in den Modifier gucken. Das geht natürlich auch mit Union beispielsweise, wenn das jetzt wirklich zusammengefügt werden soll beispielsweise. Oder Sie können aber die Intersection machen, also sprich die Schnittmenge aus beide Körper. Damit können Sie jetzt rumspielen. Das war, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, dass Sie mich das noch gefragt haben. Das Bool-Tool habe ich vergessen, mir auf die Liste zu schreiben, aber ich glaube, das Bool-Tool hilft Ihnen ganz viel. Wenn Sie diesen Ziffernblock nicht haben, rechts einfach beim Objekt einen Boolean-Modifier dazu packe, Boolean, und dann das zweite Objekt auswähle. Und nicht erschrecke, wenn sich erstmal gar nichts tut optisch. Das liegt daran, dass die beiden Objekte, das abzuziehende Objekt und das Objekt, von dem abgezogen wird, dass die beide noch sichtbar sind, tun Sie das Objekt, das abgezogen wird, einfach über das Viewport-Display entsprechend auf die Bounce oder was auch immer stelle, was Ihnen dabei hilft. Okay, jetzt sind wir prinzipiell durch von der Zeit her. Ich habe Ihnen aber ja versprochen, dass ich mir natürlich noch Zeit nehmen werde für Ihre Frage, die im Nachgang komme. Das mache ich dann, wenn die Vorlesung rum ist, wenn ich sie offiziell beende. Bevor ich das mache, möchte ich mich an der Stelle nochmal dafür bedanken. Das war heute sicherlich eine sehr hurtige Vorlesung an der einen oder anderen Stelle. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie haben halbwegs mitgenommen, was es da alles für wirklich, wirklich gute Möglichkeiten gibt, um mit Blender effizient zu arbeiten. Ich möchte Ihnen damit sagen, beschäftigen Sie sich einfach damit. Und was ich jetzt halt weiß, sind viele Tastenkombinationen. Die meiste, oder was heißt die meiste, alle Dinge finden es aber auch immer in diesen Menüs da drin. Ich muss gestehen, ich arbeite wenig mit diesen Menüs hier. Ich arbeite mehr mit dieser Tastenkürzel. Ich hoffe, ich konnte Ihnen heute viele Sachen zeigen, die Ihnen das Leben jetzt, wenn es um das Modellieren geht, vereinfachen, die Ihnen die Dinge, dass die Dinge Ihnen schneller von der Hand gehen. Übe sie einfach damit, probieren Sie damit einfach rum. Was ich jetzt heute nicht geschafft habe, ich zeige es Ihnen aber trotzdem noch einmal. Mein Plan für heute war es, dass ich mit Ihnen eine Tasse mache, wo es um das Thema UV-Mapping vor allem geht und nochmal um das Thema Shader. Den Shader sehen Sie hier unten. Aber das macht jetzt nichts. Sie müssen ja sowieso als allererstes die Abgabe des Modells machen. Dafür habe ich Ihnen jetzt das Zeug mitgegeben, was ich Ihnen mitgeben wollte. Dann wäre mein Vorschlag, dass wir das nächste Mal sowas hier machen, dass wir uns auch um das Thema Transparenz kümmern, was man dafür Einstellungen wählen muss, damit Sie da wirklich auch anspruchsvolle, ansprechende Objekte mit ansprechende und Shader machen, wo dann auch beispielsweise Logos drauf gemappt wurden, so wie ich es hier gemacht habe. Und mein Plan für die übernächste Vorlesung, sorry, wenn ich jetzt hier gleich noch einen Ausblick geben will, das wäre jetzt eigentlich mein Plan für die nächste Vorlesung gewesen. Es gibt ja viele, viele sehr, sehr gute YouTube-Tutorials. Einer derer, die ich da wirklich ganz hervorragend finde, ist der Blender-Guru, heißt der. Blender-Guru hat diesen Donut hier, an dem er ganz viele Dinge zeigt, wie die modelliert werden. Ich würde diesen Donut verwenden, ich würde den anders machen als er, also nicht, weil ich das, was er macht, schlecht finde, sondern weil sie das mittlerweile selber können. Ich würde diese Donuts, die Sie jetzt hier beispielsweise sehen, ich würde diese Donuts mal versuchen, mit Physiksimulationen zu machen, sodass ich Ihnen zeige, wie Sie in Blender zum Beispiel eine Flüssigkeit simulieren. Dieser Schokoüberzug beispielsweise, ich habe nichts modelliert, gar nichts. Das Einzige in diesem Modell, was drin ist, ist ein Zylinder. Das sind diese komischen Streusel, die da dann runterfallen. Die kommen jetzt gleich nochmal runtergefallen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist diese Streusel modellieren. Einen Zylinder habe ich da im Endeffekt modelliert. Das Zweite, was ich dann gemacht habe, ist das, dass ich hier eine Fluid-Simulation gemacht habe, diesen Schokoguss da oben drüber geworfen habe. Also kurzum, das hier ist der eigentliche Torus, den ich verwendet habe. Das einzige Modell, das ich wirklich gebraucht habe. Und das, was ich dann noch gemacht habe, das ist eine Fluid-Simulation. Vielleicht erkennen Sie es, ich habe das hier bewusst nicht komplett gelöscht. Ich habe hier Schokolade drüber laufen lassen, oder zumindest etwas, was so aussieht wie Schokolade, und habe das dann zu einem Donut zusammengefügt. Daran würde ich Ihnen dann zeigen, wie großartig, dass Sie mit Blender auch mit Physik-Simulationen Dinge modellieren können und wie realistisch, dass Sie damit Dinge aussehen lassen können. Aber ich bin zeitlich, muss ich zugeben, ein bisschen langsamer als geplant, aber lieber langsam, und ich zeige Ihnen die wichtigen Dinge, die Ihnen am Anfang helfen, den Rest kriege ich dann auch selber raus. Nächstes Mal machen wir Glas, übernächstes Mal machen wir dann Physiksimulation. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war trotzdem, dass es ja wahrscheinlich sehr hurtig ging,
eine spannende, eine lehrreiche Vorlesung, die Ihnen jetzt auch vor allem das ganze Thema Modellierung etwas vereinfacht. Ich bleibe jetzt einfach hier drin in diesem Raum noch. Also ich kann jetzt auch ruhig noch eine halbe Stunde hier drin bleiben, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie mir was zeigen möchten. Her damit, lassen Sie uns darüber diskutieren. Und ansonsten vielen Dank und bis kommende Woche. Ciao!